Wunderschönen guten Abend hier im DDB Radio. Die Freiheitszeit ab 19 Uhr ist wieder für euch da. Heute am Freitag, dem 15. September 2017. Ein herzliches Hallo allen Menschen draußen, die uns jetzt wieder eingeschaltet haben, darauf gewartet haben, dass endlich mal wieder die Freiheitszeit am Start ist. Und natürlich ist das Studio wieder gerammelt voll. Und wir begrüßen zuerst erstmal ein herzliches Hallo an Britta. Hallöchen. Hallöchen Macy und Hallöchen alle, die zuhören. Genau. Daniela, schönen guten Abend. Jetzt hat sie wohl den Knopf vergessen zu finden. Ja, macht ja nichts. Ich hoffe doch, dass der Uwe dabei ist. Hallöchen. Ja, guten Abend an alle. Ja, ich bin schon da. Wo soll ich auch sonst sein? Hallo. Ja, genau. Was haben wir dann sonst nicht zu tun? Tja, heute, über was wollen wir heute reden? Wir können natürlich noch das ein oder andere, was wir jetzt in den Meldungen eben auf dem Tag verteilt noch nicht mitgenommen haben, können wir natürlich dann auch noch mit gerne reinnehmen. Ist alles kein Thema. Wir haben einen freien Themenabend. Es kann angerufen werden. Es kann zum Beispiel auch nochmal ein paar Fragen gestellt werden, was zum Beispiel jetzt am Sonntag passieren wird mit der Vollversammlung. Darauf können wir dann auch gerne eingehen, wenn ihr das gerne machen möchtet. Aber zu Anfang machen wir natürlich erstmal ein bisschen Musikchen. Telefonnummer kann ich ja schon mal nennen. Das wäre die 06271 785 2778 oder eben per Studio-Mail und studio@ddb-radio.de. Aber die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse dürften eigentlich die meisten bekannt sein. Von daher machen wir jetzt ein kleines Musikstück, weil wir ja immer noch so kleine Verspätungen haben, was die Zuhörer angeht. Und danach können wir dann gleich loslegen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Tempo, bringen wir mal rein. Weil letztens wurde ja gesagt, oh, das ist ja alles so langweilig. Na, dann hört man jetzt richtig rein. Also bis später. Ja, ich hoffe doch, der ein oder andere konnte sein Tanzbein nicht gerade zurückhalten und deswegen haben wir mal ein bisschen was anderes diesmal am Anfang der Sendung gehabt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Ich spreche jetzt einfach mal so in die Runde hier im Studio. Und wie war es, der Anfang? Hatte Schwung und ich bin auch sehr gut im Sitztanzen. Ja, da hat man mindestens auch noch ein bisschen Bewegung gehabt und sitzt nicht nur stur in seinem Stühlchen. Der Rhythmus war toll. Ja, die haben es einfach drauf. Daniela, einen wunderschönen guten Abend. Hast es jetzt geschafft, dich freizuschalten? Schön. Guten Abend an alle und ins Studio. Ja, womit wollen wir loslegen? Also ich habe jetzt mir mal eine Meldung rausgesucht. Und zwar kommt diese von dem, jetzt muss ich selber erstmal schauen, wie heißt denn der Mensch? Oh Gott, jetzt habe ich es völlig verdattelt. Also auf jeden Fall war derjenige aus Slowakischen. Ja, der slowakische EU-Abgeordnete Richard Sulik hat die EU-Flüchtlingspolitik als zutiefst undemokratisch verurteilt.
Es dürfe nicht sein, dass die Europäische Gerichtshof die EU-Mitgliedsländer zwinge, Flüchtlinge aufzunehmen, schreibt Sulik in einem Gastbeitrag für die Junge Freiheit. Und die Überschrift lautet, die Bürger sollen entscheiden, wer in ihrem Land leben darf. Slowakischer EU-Abgeordneter. Ist schon mal ein Riesending, dass er zumindest sagt, die Menschen sollen doch wenigstens mal befragt werden, ne? Ob oder ob nicht. Die haben wenigstens noch ein bisschen Grips im Kopf. Oder, Britta? Meinst du? Ja, selbstverständlich sollten die Völker befragt werden. Das entscheidet man doch immer selber. Das entscheiden die Völker. Ich entscheide doch auch, wen ich in meine Wohnung lasse. Erstens, wie groß ist meine Bude? Dann, wie viele Leute kann ich aufnehmen? Wer kommt da? Und was hält mein Portemonnaie aus? All sowas. Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Daniela, fällt dir da was zu ein? Jeder hat das Recht, selber zu bestimmen in einem Volk, was getan wird. Man kann nicht einfach über sich bestimmen lassen, oder? Ja, dazu kommt ja dann auch noch, dass der Juncker seine Aussage getätigt hat, dass jeder, was jetzt zum Beispiel die Währungsunion angeht, also es hat ja was mit der Bezahlbarkeit zu tun, dass jeder auch gezwungen werden sollte, auch in dem EU-eigenen Geld mit dabei zu bleiben. Das kann in dem Sinne ja auch nicht sein. Da wird man ja auch wieder was gezwungen. Aber das können die ja scheinbar nicht anders. Oder was sagst du, Uwe? Ja, hupsala. Ja, die Frage ist ganz einfach. Haben die Wahlkampf gerade oder nicht? Ich weiß gar nicht. In dem Land, meine ich. Hm? Ach, du meinst jetzt sonst, in der Slowakei, oder wie? Ja, sonst kommen ja immer solche Sprüche. Und die ganzen... Slowakei speziell weiß ich jetzt wirklich nicht. Müsste ich also passen. Sie haben eine Zentralbank, da kann man annehmen, dass sie also tatsächlich auch in ihrer Entscheidung nicht frei sind. Aber grundsätzlich wird es schon noch ein paar geben, die tatsächlich noch für ihr Volk fühlen. Das werden aber dann die kleineren Länder sein. Könnte sein, dass er das tatsächlich ernst meint. Ja? Wollen wir nicht von vornherein ausschließen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, genauso wie Ungarn zum Beispiel hat ja auch gesagt, dass sie in dem Sinne erstmal, was die Flüchtlinge selbst angeht, da erstmal einen Riegel vorschiebt und sie lassen sich auch nicht bestimmen, ob sie welche aufnehmen müssen oder auch nicht. Also da sind die wohl rigoros. Polen ist in dem Sinne ja auch nicht viel weiter weg davon, von der Entscheidung eben niemanden aufzunehmen, weil sie es auch selbst den Menschen in ihrem Land nicht zumuten möchten. Nö, also die haben da schon ein gewisses Verständnis für. Ja, es ist, wenn es ein einigermaßen vernünftiger Regierungschef oder ein halbwegs noch gescheite Politiker sind, die machen so Sachen einfach gar nicht. Weil sie vielleicht ein Schamgefühl haben oder so, ab einer bestimmten Grenze hört es eben bei dem einen oder anderen dann doch auf und das ist ja auch gut so, ne? Das auf jeden Fall. Was wir auch sehr schön hatten, ist zum Beispiel von Venezuela. Da gab es ja ein Video, das man auf YouTube finden kann, Botschaft an die Menschheit. Das ist sehr zu empfehlen, einfach mal nachschauen oder eben bei Anyassi auf dem Kanal einfach mal gucken oder eben auch bei dbnews.wordpress.com. Dort ist dieses Video natürlich auch mit verlinkt. Und was dort in diesem Video erklärt wird und warum sich jetzt zum Beispiel Venezuela nicht in die Karten schauen lässt, beziehungsweise sich auch nicht erpressen lässt durch die US-Regierung, weil die wollen ja da eben wegen den Sanktionen, was sie ja schon eingeläutet haben, und die Menschen dort dahingehend zwingen, sich der Demokratie zuzuwenden und nicht eine völkerrechtswidrigen, verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Also ist der größte Witz überhaupt. Ja, das ist so, das ist auch so billig, ne? So, oh, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, so, dann streichen wir euch das und das, so, dann kriegst du kein Eis mehr und gar nichts mehr. Es ist so ätzend. Ja, daran sieht man aber, sie sind im Grunde am Ende. Das System strauchelt, es weiß nicht mehr so richtig, was es tun soll. Es verfängt sich immer mehr in Kinderaktionen und wirklich nichts Handfestes, Drohgebärden. Mehr ist das ja auch gar nicht. Und sie können auch keinen Krieg anfangen, weil dann hätten sie noch ein viel größeres Problem. Sie brauchen den aber, um überleben zu können. Und das sehen wir jetzt. Ein Hin- und Hergeeier. Und die
Satelliten, so wie Merkel und viele andere, Juncker etc. von diesem System, die eiern mit rum. Und jetzt wird es langsam wirklich peinlich, was da so abgeht. Ja, außer Drohgebärden kann ja die USA eigentlich eh nichts machen. Und da sie sicher ihr Land mehr oder weniger nur durch die Kriege finanziert, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sie sich ständig unter Tage verbal so entgleisen, um wirklich jeden zu provozieren. Sei es jetzt eben mit Nordkorea, sei es jetzt mit anderen Ländern, also wo sie ja dann immer Demokratie bringen wollen. Man siehe Afghanistan, man siehe jetzt Irak, man sieht jetzt, wo sie sich auch mit eingemischt haben, in Ägypten, wo ja da auch diese verfassungsgebende Versammlung hingekommen ist. Und heute kam ja auch eine Mitteilung, dass zum Beispiel in diesen, im Nahen Osten sind jetzt wohl die Menschen scheinbar auch auf dem Weg, einen sogenannten arabischen Frühling zu machen. Also in diesen arabischen Ländern. Vielleicht wollen sie auch so in der Art, was zum Beispiel Tunesien angefangen hat, was Ägypten angefangen hat, eben die Menschen, die in den jeweiligen Ländern leben, vielleicht auch eine gewisse Freiheit zu geben. Wir hatten ja auch eine Mitteilung zum Beispiel, dass in Tunesien oder Marokko, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein nordafrikanisches Land, wo jetzt zum Beispiel geregelt wurde, dass ein Nicht-Muslim eine Muslimin heiraten kann oder auch andersrum. Und das ist in dem Sinne ein Novum. Würde sonst nirgendwo funktionieren. Mäßig ist mal Tunesien. Danke für den Hinweis. Ja, dann hat es ja wohl was gebracht, ne, mit der verfassungsgebenden Versammlung in Tunesien, dass die da aufgewacht sind und nehmen es doch jetzt nicht mehr so streng mit der Religion an sich. Ja, ein sehr schöner Schritt, wie ich finde, und ist eigentlich, kann man den anderen Ländern eigentlich nur noch näher bringen, sich auch selbst mal darauf zu berufen, was sie eigentlich für eine Macht als Mensch selbst haben. Und sich nicht durch irgendjemanden zu regulieren lassen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, das dauert auch nicht mehr lange. Ich meine, die haben ja weltweit, haben die Völker ja wirklich keinen Bock mehr drauf und die Menschen sowieso nicht, sich dermaßen verarschen und ausbeuten zu lassen. Ich denke, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wir noch nichts fertig haben, was wir den Menschen anbieten können. Wir haben zwar tolle Ideen und viel aufgeschrieben und konstruktiv, auch eine klare Vorstellung, wie das aussehen soll, aber es steht noch nicht. Und es wird höchste Zeit, dass wir damit anfangen. Zerstören können wir das System nicht. Das wird sich selbst zerstören. Durch sich selbst, durch ihre, Inzucht richtet schon manchmal schlimme Sachen an, oder? Genau, das ist der Punkt. Ich wusste, dass du heute wieder ein bisschen sarkastisch da rauskommst. Ja, nun, wir wollen die Dinge ja beim Namen nennen. Und unter normalsten Umständen, also kein besonderer Intelligenzquotient erforderlich, sag ich mal, wenn man sich das betrachtet, was hier die Politik macht in diesem Land, dann muss man wirklich attestieren, das ist für wirklich komplett Unterbeleuchtete. Das kann überhaupt kein vernünftig denkender Mensch irgendwie noch lustig finden oder schon gar nicht als irgendwie kompetent ansehen oder so etwas, weil es ist nicht nur lächerlich, es ist höchst peinlich, ja geradezu schäbig, da kann nichts mehr bei rauskommen, ist fertig. Sie haben fertig sozusagen. Und fertig ist ja auch Amerika an sich, weil, wie hat es ja gerade schon angesprochen, mit den ganzen Kriegen halten sie sich ja über Wasser. Was jetzt natürlich passiert ist mit den Hurricane hier, mit der Irma, die ja da einen großen Teil von den Nordamerika, den Südteil, verwüstet hat. Diese Zahlen, die dort auftauchen, um das wieder alles aufzubauen, geht in so eine Größenordnung, das kann sich die USA selbst schon gar nicht mehr leisten. Und jetzt ist der größte Hammer, dass die deutsche Industrie will am Wiederaufbau der USA profitieren. Ja, es wird einfach, ne, wie ich sage, es ist einfach
ja, bekloppt? Oder wie sagt man dazu? Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist unnormal. Es ist abartig und nicht mehr erklärbar. Ganz einfach. Da jeder wartet auf den Fehler des anderen, ne, damit man den auch schön ausnutzen kann. Und meistenteils ist es ja dann auch so, dass es gerade wirtschaftlich denn ja eine Abhängigkeit voneinander gibt, beziehungsweise wenn der eine eben nichts mehr hat und auch nicht mehr wirklich zu Füßen kommt, dann wird natürlich ganz im großen Stil wird dann Hilfe angeboten. Aber was im Endeffekt nachher dann zu zahlen ist, das ist natürlich am Anfang nicht zu sehen. Natürlich ist es eine humanitäre Katastrophe, ohne Zweifel, gerade was mit diesen Hurricanes da abgegangen ist. Aber seien wir uns doch mal ganz sicher, dass die Hurricanes mit Sicherheit nicht wirklich ein Naturphänomen sind. Also man kann vermuten, beziehungsweise man ist ja eigentlich schon fast nahe dran, dass das alles, was das Wetter angeht, nicht wirklich doch natürlich ist. Und dass das jetzt natürlich die USA getroffen hat, wer weiß, woher es kam. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Ja, es gibt ja auch technisch wesentlich höher entwickelte, sag ich mal, auf zwei Beinen, und zwar ganz viele als die Vereinigten Staaten. Also ich denke nicht, dass sie überhaupt darüber im Klaren sind, mit wem sie sich da gerade wirklich anlegen. Ja? Und das könnte für uns alle schlimme Folgen haben. Ja, fragen wir doch einfach mal die Menschen draußen. Was ist euch jetzt zum Beispiel in der letzten Woche alles aufgefallen? Oder habt ihr irgendwelche anderen Fragen? Wie gesagt, wir haben einen freien Themenabend. Wir können uns gerne über alles unterhalten. Möchtet ihr jetzt noch ein paar aktuelle Meldungen haben? Oder möchtet ihr euch über besondere Themen unterhalten? Ruft uns einfach an. Die unter der Telefonnummer 06271 785 2778. Und wenn ihr nicht anrufen möchtet, dann könnt ihr auch schreiben unter studio@ddb-radio.de. Alles kein Thema. Ja, also diese Wettermanipulation, dass die durch Zweibeiner gemacht wurden und diese Technologien, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele technologischen Fortschritte, beziehungsweise ja angeeignete, um es mal so auszudrücken, die uns so nicht bekannt sind, aber die mit Sicherheit da sind. Und da kann man mit Sicherheit sehr viel manipulieren und wir kriegen es ja auch tagtäglich eigentlich mit, auch wenn es der eine oder andere ja als für normal ansieht. Ja, wir sollten in die Zukunft schauen und darüber sprechen auch, wie das jetzt weitergeht, was die Menschen sich so vorstellen, was sie vielleicht für eine Idee haben. Und wir könnten ja auch im Laufe der Sendung vielleicht die Musik vorstellen, die im Radioformat dann die Vollversammlung begleiten wird. Denn wir machen das ja immer so, dass eine Sendung oder ein Thema auch eine Musik bekommt. Und jetzt haben wir auch noch ein Telefon. Das können wir ja auch machen. Ich gehe mal ins Telefon. Oh, drei Stück gleich auf einmal. Upsala. Ja, siehst du, komm, war der Aufruf und schon rufen sie an, wie bekloppt. Der dann ran. Freie Zeit, schönen guten Abend. Hallo, hier ist der Ralf aus St. Wendel. Guten Abend, Ralf. Ich wollte kurz zu dem Thema Umweltmanipulation, Wettermanipulation was sage. Ich hatte vor 2 Jahren, wo es mal geschneit hat, ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich versucht, mit einem Feuerzeug in einem Wald Schnee versuchen anzuzünden bzw. zum Schmelzen zu bringen. Und der Versuch hat gezeigt, dass der Schnee nach Plastik gerochen hat und man konnte ihn nicht schmelzen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kann Schnee, wo einfach aus Wasser besteht und dann nach Plastik riecht, wenn man erhitzt und nicht zum Schmelzen bringt, das war schon ein bisschen verwunderlich. Und wer so Experimente mal selbst macht, kann schnell feststellen, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit unserer Umweltwettermanipulation etc. Das ist nur so ein kleiner Beitrag. Vielen Dank für die schöne Sendung, für die gute Arbeit. Und liebe Grüße aus Anwendel an euch alle. Bis dann. Danke, Ralf. Ciao. Ja, danke schön. Voll die interessante Information. Ich bin erstaunt. Das muss ich probieren, wenn es mal wieder schneit. Das funktioniert. Freie Zeit, schönen guten Abend. Hallo? Hallo? Ja, Hallöchen, Freie Zeit. Ah, okay.
Okay, verzögert. Hallo, ich bin der Teacher. Was ich halt, ich bin ins Geschäft gefahren, dann habe ich erstmal gehört im Radio, also alles Baden-Württemberg, irgendwie, ja, ein Mann hat natürlich irgendwie 4 niedergeschossene Kinder bei und nochmal irgendwas. Und beim Rückfahrt dann, hier in Baden-Württemberg tun die 4 Flüchtlingsaufnahmelager jetzt freistellen. Eins ist eine Kaserne davon. 4. Nur Baden-Württemberg. Ja, ist doch ganz normal. Hauptsache, sie haben... Das ist normal, weißt du, was die vorhaben, das ziehen die durch. Wir sind schon geflutet. Ich sehe das ja, wenn ich hier rumlaufe. In jedem Dorf sehe ich das. Finde ich schon sehr heftig. Also das hat mich schon ein bisschen nochmal erschüttert, dass sie es auch noch im Radio bringen. Ja? Naja, das ist halt das eine. Ganz neu. Und das andere, weil du vorhin da irgendwie mit Heirat, da Ägypten oder Tunesien, ja, da gibt es so, müsstet ihr eigentlich auch haben, die Seite heißt Philosophia Perennis. Mhm, haben wir. Und da steht, also sie wollen einen Muslim heiraten, was nicht muslimische Frauen beachten sollten. Und das müsste man sich mal durchlesen. Ne? Kennst du das? Ja, natürlich. Wir haben uns den Artikel durchgelesen, aber es war jetzt erstmal nur wegen der Schlagzeile. Dass, ja, finde ich auch gut, aber bei nur halt, der Welt, das Ding weiß ja keine Frau. Ja, die haben dann ein ganz anderes Verhältnis. Die haben eben ein ganz anderes Verhältnis, was Frauen selbst angeht, ne? Ja gut, ich meine, sag ich mal nichts dazu. Gut, lass was auch dabei. Alla, das wollte ich loswerden, gell? Alles klar, Tisha. Mach's hübsch. Ciao. Ciao. Ich wollte gerade gefragt haben, ob noch jemand da ist. Freizeit, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, hier ist der Andreas von Rudolf. Nein, Andreas. Ich rufe. Ich habe mal eine Frage. Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht hier. Sehr schön. Und ich würde mal wissen, was ihr dazu sagt über diese alternativen Medien generell, dass die sich so gar nicht mit beteiligen an der Aktion Verfassungsgebende Versammlung. Interessiert die das nicht, oder? Also es gibt jetzt momentan, oder es gab ja sehr viele alternative Medien, wo man jetzt aber mitbekommt, dass sich das nach und nach auflöst, weil sie mitbekommen haben, es bringt jetzt nichts. Und jeder geht jetzt wohl vereinzelt nur momentan wieder zurück ins System und will damit sich nicht befasst haben. Und da gibt es natürlich, oder ein Vergleich zum Beispiel mit dem Film Matrix, wo ja der eine eben den Neo verrät und möchte eben das alles vergessen, was er schon weiß. Und ich denke mal, da werden diejenigen, die sich in den freien Medien bewegt haben, genau denselben Schritt tun. Das ist aber erstaunlich für, sagen wir mal, solche Kreuzige wie, sage ich jetzt mal, KenFM oder Noviso, die jetzt so gerade so für die neue Welt sind, sagen wir mal, für was Neues. Dass so nicht weitergehen kann, genauso, also auf den Stand, wie ihr sagt, dass, oder alle sagen eigentlich, wenn man rausgeht, man braucht bloß auf die Straße gehen. Alle sagen, das kann nie so weitergehen. Die müssten ja gerade die Vorreiter sein und sagen, hier gibt's irgendwas, Leute, das ist wirklich von rechtlichen Rahmen. Und dass die das nur ein bisschen mehr publizieren, aber da hat man nur gar nicht, gerade KenFM und solche etablierten, sag ich mal, alternativen Medien. Dazu gibt es eigentlich ein gutes Beispiel, das ist zum Beispiel KlarTV. Ja, hat ja zum Beispiel die verfassungsgebende Versammlung in Venezuela mit in ihrem Programm gehabt und hat es auch alles richtig erklärt. Jetzt ist aber die Frage, was zum Beispiel Agnassi in seinem Video mit bearbeitet hat, warum zum Beispiel KlarTV sich nicht mit der verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland auseinandersetzt. Und das ist eben ein riesiges Ding, was wir jetzt selbst hier in der verfassungsgebenden Versammlung nicht verstehen können. Ne? Die normalerweise müssten die, weil sie sich ja freie Medien nennen, müssten sich ja dann damit auch beschäftigen. Nein, sie schauen lieber ins Ausland, aber ins eigene Land schauen sie nicht. Ja. Schade. Sagen wir mal, wie gerade KenFM, der hat ja mit seiner Rubrik Die Macher, er zeigt ja so auf, dass man also müssen das in die eigene Hand nehmen praktisch und machen. Ja, aber in dem System bleiben und machen, das ist ein Schritt vor, zwei zurück.
Ja, das Problem jetzt zum Beispiel Nuviso, KenFM und wie sie alle heißen. Sie zeigen ja sehr viel auf, aber die Lösung sagen sie eben nicht. Die sagen eben nur bis zu einem gewissen Punkt, sagen sie die Wahrheit und dann drehen sich aber wieder um 180 Grad und wollen nicht den Schritt, der sie dann wirklich in die Freiheit bringen würde, den würden sie dann trotzdem wieder nicht gehen, weil da kommt wieder das Geld mit ins Spiel. Und das ist eben dieses Riesenproblem, was die meisten Menschen eben haben. Ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass sie jetzt dahingehend abhängig sind, gerade was das Geld angeht. Ansonsten hätten sie den Schritt schon viel, viel weiter gehen können. Ja, das ist, fällt die Aufklärung selbst bei denen wahrscheinlich. Ja. Denn wenn ich so im Programm gelesen habe, oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, bei euch auf der anderen Seite, was dann so als nächste Schritte, wenn es dann mal zu käme, so einzuleiten wäre, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt so in so einer Position wäre, wie KenFM oder andere, das wäre schon, das sind schon erschreckende Nachrichten, wären das schon für mich. So ungefähr, oh, da geht es mir ja dann hoch an die Wäsche, so ungefähr in dem Sinne. Selbst die haben es dann nicht begriffen, dass es irgendwie friedlicher und irgendwie anders halt weitergehen muss, aber es geht weiter. Das geht ja, es geht weiter. Es wird der Kinder in die Grube geschmissen. Nee, aber sie werden auch mit dem System, wenn sie sich jetzt nicht wirklich freischwimmen, sich selbst freischwimmen und die Menschen, die ihnen ja schon folgen, also die sich jetzt zum Beispiel regelmäßig die Sendungen oder die Videos anschauen, wenn die nicht sich wirklich freischwimmen, werden die genauso mit dem System untergehen wie alle anderen, die es bisher überhaupt noch nicht verstanden haben. Ja, hier Also können wir. haben sie sich praktisch nur aufs Zwischendeck verkrochen und sehen zu, dass sie jetzt wieder weiter durchkommen. Sind jetzt die ganz Guten und sind auch nicht ganz Bösen. Weiß wie es meinen. Ja, können wir ja vorlesen, was sie ja noch eingestellt hat. Wir haben ja vor einiger Zeit oder schon seit Monaten gesagt, wer sich irgendwo hinstellt, sein Gesicht zeigt und dort große Reden schwingt oder einen TV-Kanal hat und dort also praktisch brisante Themen durchnimmt, der ist irgendwie nicht in Gefahr, ja, weggeräumt zu werden, sag ich mal. Und dann laufen die Leute los, machen Kleinigkeiten draußen und kriegen voll einen übergezogen, ja. Und da haben wir auch gefragt, wieso ist denn das so? Und hier haben wir jetzt wieder einen wohl erwischt, Robert Stein, kennst du den? Ja. Von Nuviso ist der nächste Umfaller der sogenannten Truther-Bewegung, der den Rückweg in Richtung System und Mainstream antritt. Neben anderen Protagonisten, die in den letzten Wochen schamlos die Masken fallen ließen, in einem Hangout, an dem ich teilnehmen konnte, wird Robert Stein mit seiner Tätigkeit fürs ZDF ungefähr ab 1:21 konfrontiert. Seine fadenscheinigen Begründungen und Erklärungsversuche sprechen für sich. Interessant dazu ist ein Video von 2014. Das Lügenkartell der Massenmedien von Stein selbst, in dem er das anprangert, was er selbst nun tut und unterstützt. Unter der Beschreibung Video und so weiter. Und unsere Auffassung ist ja schon länger, es mag Ausnahmen geben, ja, okay. Kann man nicht immer alles hundertprozentig wissen, aber unsere Auffassung ist, dass alle die vor Kameras sitzen oder draußen rumlaufen und sich vor die Leute stellen und von der Polizei geschützt werden im Grunde, dass sie alle auch gar kein Problem damit haben, sondern alle mehr oder weniger geduldet sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und die Fakten sprechen genau diese Sprache. Ja, klar, man braucht ja auch die Bauern auf dem Schachbrett. Sind dann immer die Läufer gefragt und die springen aus und man braucht auch die Bauern, oder? Ja, was machen Sie denn genau? Was machen Sie denn genau? Sie gehen raus, erzählen unheimliche Geschichten, die sind zum größten Teil dann auch die Fakten richtig. KenFM beispielsweise outet sich ganz eindeutig, dass er keinen Staat mehr will, sondern dass er im Grunde Friede, Freude, Eierkuchen, große Ja. neue Weltordnung möchte. Ja. Genau das meinte ich ja sonst, ne? Ja, richtig, genau. Und damit hat er kein Problem. Er arbeitet im Prinzip damit für das System. Und dann tut man ihm auch nichts. Und so läuft das am laufenden Band, ja. Und aber die Ja, Frau das Me war bloß meine Frage, warum die sich nicht mehr für diese verfassungsgebende Versammlung arrangieren, denn das ist doch wirklich das eigentlich, wo sich die Menschen befreien können.
Ja, das ist die Antwort. Ganz eindeutig. Und wie gesagt, alle, die unterwegs sind, die tun ja im Grunde nur wieder was für sich. Einer, der sich einen gelben Schein holt, der tut was für sich, nicht für das Volk. Einer, der sich einen Reisepass holt, der holt sich für sich, dem ist das Deutsche Reich scheißegal. Der will, dass er weniger Probleme in der Bundesrepublik hat, klappt aber nicht. Der nächste holt Nein, ich sich ein sag ja Fre gerade, der nächste die holt sind jetzt sich auf dem was. Zwischendeck. Ja, der nächste holt sich was vom Freistaat Preußen und so weiter und so fort. Der nächste macht Ja. Videos und erzählt so was wie Hagen Grell und erzählt tolle Geschichten und ist ja auch ein cleveres Kerlchen, kann man ja nicht anders sagen. Und was kommt dabei raus? Gar nichts. Ja? Gar überhaupt nichts. Die Leute werden nur, die im Netz unterwegs sind, an der Nase herumgeführt und am Gängelband durch die Gegend getrieben. Und man spielt auf Zeit. Wer nur rumsabbelt und zuhört und sich aufregt über das Gesagte, der tut ja nichts. Ja? Und genau das ist der Grund, warum da so viele sind. Naja, das ist natürlich auch eine schöne Taktik. Man kann die ganzen Kritiker in so einem großen Sammelbecken, kann man die alle vor Ort an die Bildschirme holen und dort tun sie dann alle gemeinsam zunicken und sagen, ja, das sehe ich genauso. Das ist auch meine Meinung, dass ich das so ändern muss, wie du das sagst dort im Monitor. Ne? Und da ist Ruhe, mehr ist dann nicht. Ne. Und Die gehen rennen bei vielleicht der sogar Pegida, Sonntag wählen. die rennen 2 Jahre bei der Pegida einfach nur im Kreis und merken nicht, dass sie keine Lösung finden. Und wenn der Bachmann die Lösung kundtun würde, dann hätte der keine Arbeit mehr, dann hätte der keinen, wüsste der, wovon soll der dann leben, hat er ein Problem. Ja. Na gut, vereinzelt haben sie es ja schon gesagt, also so in die Richtung. Also Wege können wir jetzt auch nie aufzeigen, wir wissen es auch nicht wie. Aber dass es so nicht weitergeht, das wissen wir schon. Und das reicht eben, weißt du? Dann sitzen sie Hunderttausende vor die Monitore und nicken alle und sagen, ja, das sehen wir genauso. Ach, das sind wir aber beruhigt, dass das mir nicht bloß alleine so sehen. Ne? Dann lassen wir es so. Okay, mal Sonntag wählen und gut ist. Die kennen die Lösung ganz genau, nur die sagen sie nicht, weil das Schlafvolk dann ja eben der Lösung hinterherrennen würde und dann wären die weg bei Pegida. Naja. Ja, nicht nur bei Pegida, sondern auch bei allen anderen, die zwar das alles anprangern, was falsch läuft, aber eben die Lösung nicht den Menschen kundtun. Und das ist meines Erachtens, ist jetzt meine persönliche Meinung, ist das eigentlich in dem Sinne bloß eine Hinhaltetaktik, wie wir es vorhin schon hatten. Und für mich zählt das alles als Geschäftsmodell und das darf einfach nicht mehr unterstützt werden. Entweder sie machen es jetzt wirklich, dass sie Menschen aufklären und Genau. wenn sie es nicht tun, ja, dann haben wir ja Spalter wieder unterwegs. Danke, Britta. Ja, sie passen ihr Gequatsche dem Wissensstand der Leute an, was sie so im Netz erkennen können. Und den Leuten erzählen sie genau das, was die dann wissen, und dann sagen sie, guck mal, der sagt das Richtige. Ja? Das ist ganz Na ja, genau. einfach. Ja, Ja, völlig. das sind Taktiken, die hatte schon die DDR angewendet und alle anderen Staaten, die man jetzt als kommunistisch oder sozialistisch oder wie auch immer bezeichnen möchte. Ganz alte Nummern sind das aus dem alten Mottenkiste. Ja? Ja. Und die Leute fallen immer noch drauf rein. Aber ich habe ja Hoffnung, dass ihr werdet ja schon viele sein, denke ich mal, die das auch jetzt mit sich anschließen noch, die das erkennen. Denn es muss ja eigentlich, wie ich sag mal, ich bin seit 2 Wochen drauf gestoßen, vor euch hier, durch irgendein Video bin ich mal drauf gekommen, verfassungsgebende Versammlung, gell? Wenn man jetzt die ganzen Zusammenhänge mal abhört und wie das ganze BRD-Gebilde aufgebaut wurde oder erschaffen wurde und so weiter, da muss doch jeden, der das sieht, das sind ja vor allen Dingen dann nicht bloß Beiträge von euch oder Aussagen jetzt, die ich jetzt bei euch höre, sondern es sind ja Videoclips zu finden, wo die wirklich Altpolitiker Aussagen machen, ja, da kommt ihnen ja bloß die Wut, da muss, ich weiß nicht, wie ein Kabarettist mal gesagt hat, da muss der Zorn muss dort eigentlich durchkommen. Wie die uns hier beschissen haben, hinten und vorne und belügen weiterhin. Und ziehen das immer noch durch und haben die Frechheit, doch wieder eine neue Wahl anzuberaumen auf die ganzen Fakten hin. Also es ist ja, ich fasse es ja kaum. Ja, die meisten sind im Teufelskreis drin. Das ist dann eben dieses Riesenproblem und erkennen einfach nicht die Wahrheit, die sie normalerweise hätten. Elfi? Sag mal, Das bist du im Mampel schon unterwegs? Nee, ne? Nee. Kannst du dir den irgendwie runterladen? Ich würde mich freuen, dich da in Sachsen begrüßen zu dürfen. Ja, ich bin Ostsachse. Ja, ich höre das schon. Ach so. Nur freilich. Ja, Nur müssen wir mal gucken.
guck mal auf der Seite von der verfassunggebenden Versammlung, da findest du die Möglichkeit, den Mampel runterzuladen und dann treffen wir uns. Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, Mampel, was ist denn das? Das ist eine Plattform im Internet, wo man miteinander sprechen kann. Es ist wie ein Versammlungsraum, aber wo man eben nicht virtuell zusammensitzt, also nicht menschlich gegenüber sitzen, sondern eben halt nur mit Stimme. Wie auf dem DS3. Genau. Genau. Ist das ein eigenes Programm oder was ist das? Ja, das ist vergleichbar mit TS3. Aha, also ist sowas wie TS3. Du findest einen Link auf der Seite von der verfassunggebenden Versammlung. Versuch mal, das rauszufinden und dich da mal einzuwählen. Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Oh, habe ich schon gesehen, ne? No? Können wir mal machen, ne? Klar. Kein Thema. Gut. Verrätst du mir noch mal kurz deinen Namen, bitte? Bin Andreas. Na, wunderbar. Von Rudolf. Na, prima. Dann sehen wir uns ja demnächst im Mampel, ne? Alles klar. Dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Sendung. Vielen Dank für eure Arbeit. Und macht's gut. Ja, schönen Gruß nach Sachsen. Grüße nach Bautzen oder so. Jo, Ostritz. Wusste ich's doch. Elfi, unglaublich. Alles klar, dann schönen Abend noch. Ciao. Freie Zeit, schönen guten Abend. Hallo? Ja, hallöchen, Freie Zeit. Ja, hallo, hier ist der Horst aus dem schönen Rheinland. Einen schönen Gruß an alle. Hallo Horst. Ja, da ist eine schwere Verzögerung drin. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich begriffen. Gut. Ja. Ich bin noch da. Ja, Horst, du kannst loslegen. Ja, aber ich hätte mich hier auch gerne über so einige Sachen geäußert. Ne? Erst einmal schönen guten Abend für alle, an alle. Und ich bin offiziell erst gut 2 Wochen bei euch. Ja, ich habe euch aber schon ein bisschen länger im Blick. Ich habe mich dazu erstmal so einen groben Überblick da beschafft. Ja, bei euch bin ich hängen geblieben, weil das irgendwie das für mich logischste überhaupt war. Ne? Mhm. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen was zu Venezuela sagen. Also die Venezolaner da sind ja irgendwie Brüder im Geiste von uns. Ja, also die versuchen das jetzt da so durchzudrücken, was wir hier jetzt auch versuchen. Und man sieht ja, wie sich da die ganze Welt irgendwie querstellt. In erster Linie der erste Vorreiter Amerika. Ne? Und dieser Brief, der da geschrieben wurde, so habe ich das verstanden, ist ja aufgrund einer militärischen Androhung überhaupt erst gekommen. Ne? Das andere, das hätte Venezuela, glaube ich, so weggesteckt. Da hätten die drüber gestanden. Nur diese militärische Drohung, die der Trump dann da losgelassen hat, das war dann wohl der Grund, warum die Venezolaner da dann halt die Welt um Hilfe gebeten haben. Und da haben ja auch viele reagiert, ne? Ja, genau. So, und jetzt unsere VV, die ist ja leider noch nicht so allzu bekannt. Na? Das heißt, wir müssen da so richtig Werbefahnen schwenken. Es wäre doch nicht verkehrt, wenn wir uns da auch irgendwie dann da mit so einem Brief an Venezuela rüber richten, dass wir ihre Bewegung da mit unterstützen, weil wir hier in Deutschland dieselbe Bewegung machen wollen. Ja, und um den Bekanntheitsgrad ein bisschen anzuheben. So ein Erfolg, ist schon Erfolg. Ach, ist schon Erfolg. Ja, natürlich. Ja, da weiß ich schon mal ja nichts. Natürlich machen wir im Hintergrund auch viele Dinge und wir sind immer verwundert, dass die Leute die Möglichkeit, die sie dadurch selbst bekommen, du musst bitte das im Hintergrund ausmachen, ja? Sonst geht das nicht. Sind wir verwundert, dass die Leute das nicht auch ausnutzen, die wir da anschreiben, denn sie haben dadurch selbst auch Vorteile. Und und das ist das Problem, aber es hat alles seine Zeit. Und wenn es im Moment eben noch nicht so weit ist, dann müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das ist richtig, aber wenn man jetzt wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht und man guckt sich die Geschehen hier im eigenen Land an,
da verlässt einem schon die Geduld. Ne? Denn man sieht da wirklich schon das Ende kommen irgendwie. Ne? Ja, das da Ende, machen die ja auch was. Das ist aber das Ende des Systems. Es ist genauso, wie die Bundesrepublikaner meinen, wenn die Bundesrepublik jetzt nicht mehr da wäre, hätten... Also das ist ganz furchtbar. Kannst du das bitte im Hintergrund ausmachen? Oder hörst du über Lautsprecher zu? Nein. Ja, also ich habe eine Rückkopplung. Hast du kein, hast du, oder hast du eine Freisprechanlage an? Nein, ich habe hier ein Telefon am Ohr. Kein Moment nur. Ja. Ja, unglaublich, gibt's doch gar nicht. Ja, ist ein bisschen sehr störend, würde ich sagen. Bist du irgendwo am Laufen, besser? Ja, ne? Ist besser jetzt. Ja, ich spreche mal gucken, ob ich mich immer noch doppelt und dreifach höre. Und wie gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert mir ja nicht so oft, aber jetzt ist es passiert. Die Bundesrepublikaner hattest du angefangen. Ja, ich weiß aber jetzt nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Ja, denke, die sich selber kaputt machen, ja, und in der Richtung warst du hin. Und tendieren. Naja, also wie gesagt, die Leute in der Bundesrepublik, die laufen rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie kennen die Lösung nicht, also die sich wirklich bedroht fühlen. Und den anderen, denen geht es einfach noch zu gut, die lassen sich im Moment nicht darauf ein. Es muss noch einiges passieren, bis es soweit ist. Ja, ich habe zufälligerweise also die Protokolle der Weisen von Zion gelesen, ne? Und Nicht unser, Entschuldigung, hallo, nicht unser Thema. ja, nein, Ja? da wird von einer Strategie gesprochen Hallo, nein, und hallo, ja. nicht unser Thema, bitte. Okay, alles Ja? klar. Okay. Ja, zu diesem Chemtrail, also mit dem Schnee, da wollte ich auch noch was zu sagen, ja. Der Mensch, der das versucht hat, Schnee zu verbrennen. Na, die meisten gehen ja davon aus, dass das Militärmaschinen sind, die da das Zeug da oben austragen. Na? Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Kerosin, beziehungsweise dieses Jetfuel, ja, das wird mittlerweile mit diesem Zeug da gemischt und von Passagiermaschinen ausgetragen. Und die Piloten und Flugbegleiter wissen noch meistens darüber Bescheid. Habe ich jetzt einen Fall darüber gehört, da ist in einer Passagiermaschine, sind da die Flugbegleiter hin und haben sämtliche Jalousien runtergemacht, damit die Menschen nicht sehen können, was da hinten rauskommt. Auch nochmal gerade zu dem Thema noch ein bisschen was. Jo. Ja, Gut, ansonsten wäre das. ansonsten wäre es das. Gut, dann danken wir erstmal für den Anruf. Ja, nicht zu danken. Gerne angerufen. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend, ne? Oder ein schönes Wochenende, je Wünsche ich nachdem. euch auch. Jo, Ciao. tschö. Ja, alles schwierig, ne? Ja, gerade wenn jetzt auch noch die Stewardessen und Stewards hier in den Flugzeugen schon dieses Wissen haben, Selbstwissen haben, weil ich dachte eigentlich immer, dass es eigentlich nur die Piloten wissen und die Flugbegleiter eben nicht. Ja, dann weiß man ja eigentlich auch Bescheid, ne? Ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Das kommt ja hinten raus. Warum machen die da an der Seite die Fenster zu? Sag Quatsch, das siehst du da eh nie, wenn es da hinten rauskommt, oder? Ja, vielleicht auch nur im hinteren Teil des Flugzeugs. Man weiß es ja nicht. Haben die da neuerdings Fenster hinten? Ja, zumindest ist, wenn du hinter dem Flügel sitzt, schon, ja. Wo kommt das da raus? Der hat doch gesagt hinten. Rückspiegel. Es werden auch schon Rückspiegel angebaut an den Fenstern. Auch nicht schlecht. Freizeit, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hier ist der alte Mann mit der 54-Generationen-Geschichte. Ach, Ich wollte mich ja. nochmal melden zu dem Schönen guten ganzen. Abend. Na, hallo. Ja, die Leute schlafen irgendwie alle noch. Ich bin noch sehr unterwegs und versuche jeden irgendwie so ein bisschen informiert stehen zu lassen, wenn er sich mit mir getroffen hat.
Aber die gucken mich alle an wie ein Auto und man merkt einfach, die Leute sind einfach in meinem Umfeld nicht bereit, es irgendwie aufzunehmen. Ist ganz, ganz schwierig. Also meine Frau hat schon gefressen, die nimmt es wirklich auf und ist sehr erstaunt über alles. Aber ansonsten ist das wirklich ein Hammerthema, immer wieder die Leute aufzuwecken oder aufwecken zu wollen. Das kostet also echt Kraft, ne? Und der Versuch, jeden Abend zuzuhören oder jede Sendung mitzunehmen, der ist im Moment schon richtig eine Herausforderung, ne? Weil ich mir auch sehr intensiv mich mit allem auseinandergesetzt habe, mit verschiedensten Themen, Befreiungsgesetze und der ganze Kram, nachgelesen, stimmt dann alles und so weiter. Und die Leute auch dann wirklich erklären zu können, guck mal, da unten, da ist es wirklich, ne? Das ist schon heftig, ne? Das nimmt ja mich auch sehr mit. Ja, dem einen oder anderen ist natürlich gerade, wenn es jetzt auf der verfassunggebende-versammlung.org-Seite geht, sehr viel zu lesen. Wir haben nicht sehr viele Bildchen da, weil Bildchen würden ja ablenken. Aber für den einen oder anderen müsste man vielleicht einen kleinen Comic damit einbringen. Nein, war ein Scherz jetzt. Nee, aber wir haben Bilder im Kopf, da gebe ich dir schon recht. Also mit Bildern erreichst du die Leute, der Rest arbeitet ja auch damit. Also unsere Lügenpresse, wie wir es auch nennen wollen, die arbeiten ja auch damit. Also das ist schon nicht verkehrt. Es ist natürlich auch eine Leistung, das hinzubekommen. Na, weil das Lesen sind die meisten nur über ihr Handy irgendwo in der Lage, aber gute Bücher lesen oder mal richtig tief reinzugucken, wird schwierig. Ja. Der Hinweis, auf die Seite zu gucken, ne, zur verfassungsgebenden Versammlung, der ist ja schon so provokant, dass die Leute hier teilweise in die Fresse hauen wollen. Ich habe jedenfalls manchmal das Gefühl, das ist irre. Ne? Ja, wenn sie eben nicht lesen möchten, gibt es ja auch noch sehr viele Möglichkeiten, sich das per Video anzuschauen. Entweder man nimmt jetzt zum Beispiel, es war einmal, gut, hört sich jetzt vielleicht an wie ein Märchen, aber da sind hier die ganzen Fakten mit drin. Und da braucht man einfach nur zuhören. Also man wird ja, in dem Sinne alles vorgelesen. Also ich weiß nicht, wo die Menschen da die Probleme haben. Und diese Videos sind nicht wirklich sehr lang und es ist wirklich empfehlenswert, dieses sich dann anzuhören. Wenn man natürlich weiteres wissen will, dann kann man sich natürlich entweder die Seiten durchlesen oder aber sich die anderen Videos, die wir ja auch mit ins Netz gestellt haben, sich diese dann eben anzuschauen bzw. anzuhören. Ja, genau, korrekt. Darüber hinaus versuche ich mich ja auch schlau zu machen, immer wieder quer zu lesen und wie auch immer. Und ich erlebe nur das Problem hauptsächlich in dem Sinne, dass Menschen einfach noch pennen, ne? Sie schlafen noch und sind jetzt wach, ne? Und ist im Moment sehr deprimierend für mich, weil ich merke einfach drumherum, der ganze Umfeld von mir, das pennt so dermaßen, dass ich mich schon mit alten guten Freunden so dermaßen in die Wolle kriege im Austausch, wo man schon sagt, da leidet die Freundschaft drunter. Wo ich aber gesagt habe, ist mir egal, Leute, wenn ihr mit mir diskutiert, dann dürft ihr die Fakten abgleichen, tut das oder tut's nicht, ne? Leider tun sie es nicht. Ja. Ich hoffe, dass es mich nicht zu viel Kraft kostet, weiterzukämpfen, aber ich bin dabei. Und nee, macht auch meine Bestätigung. Alles gut. Nee, wenn die Menschen einfach nur mal es gesagt bekommen, wie man so schön sagt, also wäre jetzt wieder bildlich, ein Samenkorn setzen, ob sie jetzt sich darauf einlassen, auf dieses Samenkörnchen, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber irgendwann wird es auch keimen und auch reifen und daraus wird dann eben die Freiheit erwachsen. Ne? Und das kriegen sie aber nach und nach gesagt mit. Umso mehr sie um die Ohren eigentlich bekommen und auch vielleicht im Umfeld der ein oder andere schlechte Erfahrung plötzlich gemacht hat, seit jetzt zum Beispiel, dass irgendwelche Zusatzleistungen gekürzt wurden, wie auch immer, ja, dann werden sie irgendwann auf den Trichter kommen, da war mal was und ich mache mich nochmal schlau und spätestens dann sitze ich auf dem richtigen Weg. Also die Berührung mit der Illegalität des Systems ist genau das, was es ausmachen würde und da sind die Leute dann auch zu erreichen, das ist mir klar. Na, da wird es dann auch eher funktionieren, logisch. Ne? Aber den Leuten, denen es noch zu gut geht, wie der Uwe eben auch gesagt hat, vollkommen logisch, die kriegst du natürlich kaum gerappelt und der Spruch kommt ja auch immer wieder. Ne? Wieso, mir geht doch gut, ist doch alles prima. Sag ich doch, bist du für Arschloch? Guck doch mal hin, was hier los ist. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Welt brennt und ich wohne seit Jahrzehnten und deswegen kannst du dir den Wanst vollfressen. Guck doch mal hin. Ne, was ist das für eine Überheblichkeit? Na, da werde ich schon wütend, ne? Da werde ich richtig sauer und ich verlässt mich wirklich meine Kontenance, ne? Und das ist ja wirklich der Knaller, der abgeht. Und weil ich einfach noch feststelle, eben diese ganze Propaganda drumherum ist eben noch sehr, sehr aktiv, ne, in Bezug auf Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker und so weiter. Das sind Dinge, die schwingen immer noch mit. Ne? Sobald du so ein Thema anfängst, Verschwörungstheoretiker, dann darf ich erklären, wo es herkommt erstmal, ne? Ob sie das dann glauben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich bin unterwegs und wollte mich einfach nochmal melden. Ihr macht eine super Arbeit und vielen Dank. Alles ja, gut. Dann komm gut da an, wo du hin willst, ja? Ja, ich hoffe, wir kommen da gemeinsam an. Alles klar.
Dann schönen Abend noch. Vielen Dank. Juhu, ciao. Ciao. Freizeit, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin die Gisela aus Frankreich. Ich wollte noch eine Bemerkung machen, wegen der Chemtrails. Hm, bitte. Können Sie mich hören? Ja, Momentchen. Ist hinter dir jetzt gerade noch das Radio an oder ist bei dir gerade sehr, sehr voll? Weil es ist sehr, sehr laut im Hintergrund. Ich mach mal ganz aus. Moment. Nee, das sind Sie wahrscheinlich. Ich habe nur den Sender an. Den mache ich mal ganz schnell aus oder es geht gar nicht. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Ach Gott, ja, mal wieder Probleme. Also ich habe auch Probleme da, um in den Mumble zu kommen, ja. Ich habe schon ein paar Mal versucht, immer klappt es nicht. Und ich muss ganz ausmachen, sonst geht das nämlich hier nicht. Arrête. So, ich rufe aus Frankreich an. Nee, ich habe mir das ja gerade so angehört und dann habe ich eben auch an dieses, habe auch von dem Flugzeug gehört, wo man die Vorhänge zumachen musste. Das ging aber nicht um das eigene Flugzeug, sondern um ein anderes, das man da hätte eventuell sehen können, ja, durch die Fenster. Und das da eben gesprüht hat. Also es war nicht das Flugzeug, wo die Leute drin saßen, ja? Ah, okay. Ja, das konnte man gut beobachten, wie da ein anderes Flugzeug dann da gesprüht hat. Und was ich noch sagen wollte, ich habe das damals auch verfolgt in Haiti, was da los war. Das war ja wohl auch nicht so ganz normal mit dem Erdbeben. Und seitdem sind ja die Amerikaner da auch auf Haiti, 200 Kilometer von der venezuelischen von der Küste von Venezuela entfernt. Und die warten nur darauf, da den Befehl zu kommen, dann die kleinen 200 Kilometer da und die anzugreifen, ja? Also deshalb, sie sind ja immer noch da in Haiti. Warum sind sie, damals wollten sie es helfen, haben sie gesagt. Aber dann sind sie, klingelt das Telefon. So. Und dann, die warten nur darauf, dass sie dann da eventuell in Venezuela eingreifen können, ja. Ich weiß gar nicht, warum die in Venezuela das nicht so machen wie in Bolivien da. Die haben dann die Amerikaner alle rausgeschmissen, ne? Ja, der US-Präsident hatte ja angekündigt, falls sich jetzt Venezuela nicht wirklich daran besinnt, die Demokratie wieder in seinem Land einzuführen, statt die verfassungsgebende Versammlung jetzt weiter durchzubringen, würden sie ein militärisches Eingreifen nicht mehr ausschließen. Ja, ich hoffe nicht. Also das ist ja Wahnsinn. Also, aber im Allgemeinen, ich meine, ich hatte damals gehofft, dass der Trump, als der sagte, sie würden sich nicht mehr einmischen, dass es jetzt da besser würde, aber eben nicht, habe ich den Eindruck, ja. Es wird ja immer schlimmer. Und also wie gesagt, ich verstehe manche Länder nicht, die müssen die Amerikaner ganz rausschmeißen. In Bolivien, da haben sie die rausgeschmissen. Die haben keine Botschaft mehr, nichts, ja. Und die haben nämlich damals auch vor ein paar Jahren, da wer hätte sich das Land bald in drei Teile geteilt, ja. So schlimm waren die da am Werke, die Amerikaner. Noch etwas anderes wollte ich aber sagen, etwas ganz anderes. Meine Enkeltochter, die war jetzt hat da so eine Reise gemacht in Europa, also hier von Frankreich aus und dann über also Slowakei und so weiter und Polen oder beziehungsweise Schlesien da und überall. Und sie sagte, er hat sich so sicher gefühlt und das war so schön, die Leute so nett und so weiter. Aber als sie dann in Deutschland ankam, dann über Dresden, Leipzig und dann bis nach Hannover, Bielefeld, die war so schockiert, ja. So schlimm hat sie das empfunden. Die war ja früher schon mal öfter in Deutschland. Aber dass das so schlimm mit den Ausländern ist, das hatte sie sich gar nicht vorstellen können. Dann nachher waren sie noch zum Schluss in Köln, also die war richtig fertig. Also die fand das so schockierend, ja, was da in Deutschland passiert, ja. Naja, sonst wollte ich eigentlich sonst weiter nichts sagen. Ich hätte wohl viel zu sagen, aber jetzt im Moment fällt mir das nicht alle ein. Aber ich sehe ja auch hier die Sache, hier, wie das hier in Frankreich läuft und vor allen Dingen, ich weiß nicht, haben Sie sicher auch gehört, die 11 Impfungen, die Sie hier vornehmen wollen, bei kleinen Babys hier in Frankreich, ist ganz furchtbar.
Und ich frage ich mich auch, wie das dann so weitergehen soll, ja. Und der Macron, also, Moment, Macron, der wird schon dafür sorgen, dass das, was ihm voroktroyiert wurde, dass er das auch durchsetzt. Und die Franzosen selbst haben es wohl nicht verstanden, sich dagegen aufzulehnen, was zumindest die Präsidentenwahl anging. Es gab zwar das ein oder andere, wo sie sich zusammengesammelt haben, wo auch zum Beispiel die Gendarmerie sich da mit dagegen gestellt hat, weil das ein oder andere vorgefallen ist, aber so richtig mal auf den Putz gehauen, obwohl man es ja eigentlich von den Franzosen her kennt, dass, wenn ihnen dann irgendwas wirklich gegen den Strich geht, dass sie dann gemeinsam auf die Straße gehen, habe ich so bisher nicht gesehen. Außer vielleicht bei den Studenten, aber das war auch nur ganz, ganz kurz. Ja, eben. Da kann ich mich ja auch so drüber ärgern, weil manchmal gehen wir wegen einer Kleinigkeit auf die Straße, ja, viel mehr als in Deutschland. Und dann was wichtig ist, das merken sie gar nicht, habe ich den Eindruck. Was da wirklich los ist, merken sie nicht, ja. Und deshalb, also da die schlafen auch alle. Und ich habe es auch versucht mit meiner Familie hier und so, also ich habe zwei Kinder, die sind aufgeklärt, aber das dritte, der will einfach nichts hören und nichts wissen. Der ist überhaupt jetzt im Moment und amüsiert sich auf dem Oktoberfest. Und also da brauche ich gar nicht erst zu versuchen, ja, also weil er mir überhaupt nichts glaubt, ja. Mhm. Und in Deutschland, ich habe jetzt nur noch eine Nichte, die will auch nichts wissen. Aber sonst, ich habe noch meine Freundinnen aus der Jugend und die eine wohl, aber die will da nicht mitmachen. Aber die andere, die glaubt mir einfach nicht, ja. Dabei sage ich, hat sie eine Bekannte, die da wohl auch für die Regierung gearbeitet oder was. Ich sage, frag sie doch mal. Nö, tut sie nicht, das tut sie nicht. Da will sie jetzt also, jetzt will sie zwar auch nicht mehr CDU wählen, wie sie früher gewählt hat, aber und sie weiß auch gar nicht, was sie wählen will, aber wählen will sie auf jeden Fall. Mhm. Und ich kann ihnen das einfach nicht ausreden am Telefon. Ich sehe sie ja auch gar nicht mehr, ja. Weil ich so schlecht, also ganz selten jetzt nach Deutschland komme. Und wenn, dann höchstens, also nicht da, wo meine Freundinnen wohnen, sondern im Elsass, da wohnt der eine Sohn und dann sind es ja nur 10 Kilometer bis nach Deutschland. Aber die Familie, die ist dann, also meine Freundinnen sind dann in Bielefeld und in Stuttgart, also da, die sehe ich dann eigentlich nicht. Ja, und wie gesagt, also ich bin so enttäuscht, dass auch die Franzosen das nicht so richtig merken, ja. Und dieser Conseil National de Transition, die sind einfach unbekannt hier, ja. Ja, ich wollte nämlich nachgefragt haben, wie es aussieht mit dem Nationalrat in Frankreich, aber da gibt es ja wohl auch sehr viele Schwierigkeiten. Unbekannt. Ja, okay. Also es ist so, ich habe denen auch, also vielen auch dieses Video da empfohlen, was sie sich auch anhören, aber dann, das ist auch alles, ja. Und dann sagen sie auch, na, kann sowieso nichts machen, ne? Alles klar. Also kann man nichts weiter machen, ne? Nee, naja, leider gut, nicht. Also wie gesagt, ich versuche in den Mumble zu kommen, aber es hat immer nicht geklappt. Seit 2 Wochen versuche ich das. Das kriegen wir schon hin. Gut. Ja? Ja, ich hoffe es. Ich versuche es nächste Woche nochmal. Alles klar. Gut, dann noch viel Erfolg, vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Ja, schöne Grüße nach Frankreich. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Kleine Päuschen. Ja. Soll man den Leuten mal die Musik vorspielen? Nö, noch nicht. Doch, oder? Musik. Ja, wollt ihr jetzt die Erkennungsmelodie haben oder möchtet ihr lieber normale Musik hören? Jetzt oder eure Frage. Oder später. Erkennungsmelodie. Welche Erkennungsmelodie? Ich habe, glaube ich, was verpennt. Ja, du hast wirklich verpennt. Es gibt eine Erkennungsmelodie für die Vollversammlung. Diese wird immer, bevor die Vollversammlung anfängt, gespielt werden. Und jetzt denke ich mal, bist du auch heiß drauf, das zu hören, oder? Ah, die habe ich doch schon heimlich im Radio gehört. Aber ja, mach mal, die ist gut. Was? Oh. Hast du, glaube ich, schon mal laufen lassen irgendwie die Tage, ne? Ja, habe ich schon mal laufen. Klar. Ja, die ist toll. Sonst die ist sicher. Also, kennt die alle schon. Na gut, dann brauchen wir die nicht spielen, dann nehmen wir jetzt ein anderes Lied. Einen Moment. Nein, ich möchte jetzt ein Bienchen, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Ja, das war aber nur zufällig, Elfie. Nein, nee, das ist nicht zufällig. Das Radio mache ich bewusst an, bitte. Ja, also jetzt hört es aber auf.
Okay, sind Telefonate da, also lassen wir jetzt erstmal die Musik laufen, dann sind wir wieder da, ne? Oder? Genauso machen wir das. Genau. Wie jedes Format, was über den Äther rausgeschickt wird, hat natürlich auch die Vollversammlung für das Radio eine Melodie bekommen, natürlich. Und die hören wir uns jetzt an. Das aufstrebende föderale Bundesstaat Deutschland mit seiner Vollversammlung und der Erkennungsmelodie für die Vollversammlung selbst, die am 17.09. ab 15 Uhr hier im Radio live übertragen wird, aber nicht hier im DDB-Radio. Nein, dazu müsstet ihr dann schon auf die verfassungsgebende Versammlungsseite gehen und da gibt es einen extra Button für, ne? Eine extra Seite, oder Uwe? Ja, wir haben ja noch die Finalseite nicht vor der Nase. Also ich gerade auch nicht. Ja, so ist es. Diese Vorbereitung ist schon klar. Wenn wir also auf die Seite gehen, verfassunggebende-versammlung.com, dann kommt nach wenigem, nach kurzem Rollen eben der Hinweis Bild anklicken und dann landet man also auf der Vollversammlungsseite. Auf dieser Seite ist jetzt auch die Melodie eingebunden in einem kleinen Player. Da kann man sich die also nochmal anhören, wer möchte. Und darunter auf der großen Maschine, sage ich mal, da werden also die Übertragungen aus dem Saal dann sein. Alles andere ist vielleicht schon bekannt. Wenn nicht, könnt ihr ja nochmal anrufen dann. Genau, also immer schön den großen Ghetto-Blaster Genau. andrücken. Genau. Also der ist jetzt wirklich nicht mehr zu übersehen. Ja, also wenn ihr dann am Sonntag ab 15 Uhr eben nicht mehr dabei sein könnt, weil die Plätze nicht da sind oder ihr euch eben bis, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ihr habt noch bis morgen, bis zum 16.09. habt ihr noch Zeit, euch zu registrieren zu lassen, um eben in den Mumble mit dabei zu sein. Also, wenn es denn darum geht, jetzt noch ganz schnell mit dabei zu sein, dann sichert euch die Plätze. Ansonsten am 17. selbst, am 17.09.2017 selbst sind keine, ich wiederhole, keine Registrierungen mehr für den Mumble selbst verfügbar.
weil ansonsten hätten wir ein Riesenchaos. Wenn ihr eben nicht mit dabei sein könnt, dann habt ihr eben die Möglichkeit, eben auf dieser Seite diesen Ghetto Blaster auf Start zu drücken ab 15 Uhr und dann könnt ihr die Sendung live mitverfolgen. Wenn ihr währenddessen ihr die Sendung hört, Fragen natürlich habt, könnt ihr unter der bekannten E-Mail-Adresse natürlich euch mit einbringen. Ihr könnt aber auch, ja, ich wollte es jetzt gerade noch mit dazu sagen, ja. Falls denn noch Vorschläge kommen sollten für das ein oder andere Thema, gibt es natürlich jetzt eine ganz neue E-Mail-Adresse. Und die wollte ich jetzt gerade nennen, Uwe. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ja, und die Sendung wird nicht auf DDB Radio übertragen. Ganz wichtig. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die lautet vollversammlung@v-versammlung.de. Ganz wichtig, falls ihr jetzt zu dem jeweiligen Thema einen Vorschlag habt, bitte nur auf diese E-Mail-Adresse vollversammlung@v-versammlung.de schicken. Woanders wird es dann schwierig, weil wir können dann sonst nichts mehr auseinanderhalten. Also euch die E-Mail-Adresse bitte, bitte aufschreiben. Ja, können wir ja gleich nochmal länger ausführen dann. Ne? Ja, falls jetzt schon der ein oder andere Anrufer sich fragt, ja, wie soll es denn überhaupt losgehen hier mit der Vollversammlung am Sonntag, könnt ihr gerne die Fragen stellen. Ihr könnt natürlich auch noch andere Fragen stellen, ist kein Thema. Dafür haben wir ja schließlich die Freiheitszeit gestaltet und wir haben einen freien Themenabend. Wir hatten ja auch schon sehr, sehr viel. Die einen, die können es nicht verstehen, dass seine Umgebung darauf nicht eingeht, was ihm als was man ihnen erklären möchte. Der andere hat eben das mit dem Schnee schon gesehen, der andere, dass Jalousien in Flugzeugen runtergezogen werden und. Und ja. Uwe hat Musik. Was? Ja, bitte, was, wie, wo? Ja, ich bin am Redeschwall, Mensch. Ja, lass uns noch eine kleine Musik machen und dann sind wir gleich wieder da. Ne? Nach der Aufregung und dann telefonieren wir mit den Leutchen wieder, okay? Ja, mach doch. Hast du was? Ich hab immer. Ja, dann mach du doch. Also fast immer. Denn ja, um die Leute aufzuwecken, hätte ich da mal was. Machen wir mal. Bis ja, gleich. Dann mach Krach, gut. Freie Zeit, schönen guten Abend. Ja, grüß dich. Schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Du, morgen die Vollversammlung. Darf ich mal eine Message abgeben? Was denn für eine Mitteilung? Ja, dass alle, die morgen in der Versammlung sind, im Mampel, sich vernünftig miteinander unterhalten sollen. Morgen ist erst Samstag. Ach, Sie haben Sonntag, ja. Ist ja nicht schlimm. Nein. Ist ja nicht schlimm. Oh. Nee, bis Samstagabend haben Sie ja die Möglichkeit, sich noch anzumelden. Nee. Aber jetzt kommen wir den Sonntag. Dann machen wir deine Mitteilung. Das können die aber morgen auch schon sich vernünftig verhalten, ne? Ja, das auch, ja, genau. Ach, ich bin schon durch den Wind. Nee, am Sonntag, alle, die im Mampel sind, von 14 Uhr war es noch, genau, vernünftig unterhalten. Sich nicht bekriegen. Weil ich will das auch live miterleben. Wenn da jemand, wenn das dann irgendwie abgehakt wird und ich kann das nicht mal live miterleben, da ist auch ein bisschen grillig. Also Leute, vernünftig unterhalten, diskutieren und dann ist alles gut. Ja, zum Beginn der Vollversammlung wird auch noch was vorgelesen werden. Eine sogenannte Verhaltensregel, denke ich mal. Ne? Ja, die Regeln waren gebrochen. Ansonsten. Wenn sich jemand nicht daran hält, der wird dieses dann auch merken. Na, ich kann ja technisch leider nicht dabei sein, weil die Technik steht mir nicht zur Verfügung. Deswegen kann ich leider nur über die Seite mitverfolgen. Ist doch, reicht doch auch schon, ne? Ja, aber ich will ja mit dabei sein. Und wenn da jemand dazwischen, ja, oder mehrere, keine Ahnung, 5000 sind im Mampel vielleicht vorhanden. Oder so viele haben Platz.
Wieso kannst du nicht in Mumble? Ich hab das Handy. Na, macht doch nichts. Ach so? Geht auch mit Handy, da heißt das Plumble. Also bist du irgendwo in Sachsen unterwegs, ne? Nicht ganz. Aber ich kann mit Sachsen spucken. Entschuldigung, wollte ich das nicht sagen. Aber es gibt auch Plumble. Also es gibt die Möglichkeit des Mumbles auch das Handy. Hab ich irgendein Handy, aber ich habe ja keine Kopfhörer. Oder was weiß ich, was man dazu braucht. Dann klaust du deinen Kindern welche. Ja, wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit. Die Kopfhörer. Ich glaube, meine Kinder überhaupt. Die meinte Borgen. Kopfhörer habe ich ja selber. Na siehst du, dann ist da alles schön. Ich glaube, meine Kinder überhaupt nicht. Es ist ja auch nur ein Borgen für die Zeit kurzfristig. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, eben das über das Handy auch mitzuverfolgen und sich dann auch mit einzubringen, wenn du möchtest. Ja, ich kenne das ja bloß mit der Seite. Was am Mittwoch? Oder Mittwoch? Ja, am Mittwoch, genau. Oder am Dienstag schon? Nee, ist egal. Auf jeden Fall vernünftig umhalten. Okay, wir haben leider noch sehr, sehr viele andere Anrufer hinten dran. Versuch's auf jeden Fall, dich damit einzubringen und danke erstmal für den Aufruf an die Menschen, sich wirklich gesittet zu verhalten. Richtig, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zu Gott. Jo, bis dann. Ciao. Freie Zeit, schönen guten Abend. Ich höre mich gerade selbst, das ist nicht schön. Vielleicht im Hintergrund ausmachen. Dankeschön. Das war für die Festplatte. Ach so. Ja, hallo, hier ist Helga. Mit wem spreche ich? Macy ist hier. Hallo, Helga. Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage. Ich bin ja angemeldet, muss ich mich extra noch registrieren? Nein. Das geht so, dann bin ich praktisch gelistet und dann komme ich rein. Du bist schon im Bumble gewesen? Ich war auch schon im Mumble, ja. Da bist du auch schon registriert? Da bin ich auch registriert, ja. Ja, dann brauchst du nichts weiter zu tun und dich dann vor 15 Uhr am Sonntag eben im Mumble einfinden und dementsprechend bist du dann bei der Vollversammlung dabei. Also ich muss also in den Mumble, also ich brauche nicht direkt die VV anzuwählen oder anzurufen, sondern ich muss mich in den Mumble einwählen irgendwie, oder? Ja, wenn du mit dabei sein möchtest. Ja, klar. Ich bin nicht in Deutschland. Jetzt weiß ich nicht, wie das dann geht. Bin auch nur mit dem Handy dann praktisch unterwegs. Ja, das ist da kein Problem. Wenn du schon im Mumble, wenn du denn schon im Mumble gewesen bist, dann bist du oder kannst dann eben bei der Vollversammlung mit dabei sein. Das ist doch kein Problem. Und das geht auch übers Handy. Ja. Weil ich sonst immer vom PC mit der Tastatur da gearbeitet habe. Darum weiß ich jetzt nicht so richtig, wie das dann funktioniert mit dem Handy. Ja, das könnte teuer werden, oder? Ja, könnte ich mir vorstellen. haben die das Roaming nie abgeschafft? Ja, ich habe auch so einen Tarif, also es könnte klappen, nur ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt nur so reingehe in die VV. Das habe ich jetzt also nicht so richtig kapiert. Da kann ja jeder reingehen, der registriert ist, aber dann sagt ihr auch immer wieder, man kann in den Mumble gehen. Also da kriege ich irgendwie ein bisschen Fuß. Also der Mumble ist das, wo du immer, wo die anderen auch drin sitzen, wo man miteinander sprechen kann. Das ist wahrscheinlich bei dir auch schwarze Dingsbums da, ne? Ja, genau. Ja, das wird mit der Studiotechnik ausgerüstet, genau wie man in einen richtigen Saal im Grunde auch eine Studiotechnik reinstellt. Genauso wird das da auch gemacht, Mikrofon und Lautsprecher, ne? Wie man so eine Beschallungsanlage, sagt man dann dazu. Genauso ist das da auch. Ah ja, also mit dem Handy geht das dann auch. Ja, du musst ja nur in den Mumble kommen, mehr ist das ja nicht. Ja, kann ich das morgen irgendwie, wenn ich noch in Deutschland bin, nochmal ausprobieren? Nee, ne? Geht das? Ja, klar. Der Mumble ist immer auf, ja. Immer. Ich möchte das ja nicht versäumen. Was ist denn, wenn das jetzt nicht klappen sollte? Kriegt man das nachher nochmal aufgezeichnet?
Also die erste Sendung von der ersten Sitzung zum also Beginn der Vollversammlung, wo eben alles erklärt wird, diese Sendung wird aufgezeichnet werden. Alles Weitere, was jetzt mit den anderen Sitzungen geschieht, muss man erstmal sehen. Ja, aber zumindest ist die erste Live-Übertragung wird auch aufgezeichnet werden, damit die Menschen auch mitbekommen, wie es ablaufen soll. Wunderbar. Ne? Ja, das ist ja schön. Dann geht mir also nichts verloren. Nämlich ab dem nächsten Mal bin ich dann wieder in Deutschland. Ich höre ja alles mit. Ihr seid so klasse. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn es jetzt nicht übers Handy klappen sollte, dass man im Mumble ist, gibt es ja eben noch die Möglichkeit, über die verfassunggebende-versammlung.org-Seite eben sich über die Live-Übertragung dort auf der Seite anzuhören. Ja, das meinte ich ja eben. Das geht also genauso, als wenn ich in, das ist genau das Gleiche, wenn ich auf der VV-Seite bin, wie wenn ich im Mumble bin. Ja. Ja, im Mumble sitzt du praktisch direkt im Saal und auf der, von der Seite aus hörst du dann von außen zu. Aber hören kannst du es da wie dort. Und aber, aber vom Datenvolumen her ist es über ein Mumble günstiger. Ja. Ist klar. Ja, okay. Es wird irgendwie klappen. Ja, danke genau. euch. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank für alles. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ciao. Freizeit. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ralle hier. Hallo, Ralle. Ich wollte nur sagen, nicht, dass es verwechselt wird. Eine Anmeldung über die Webseite, die könnt ihr zwar machen, aber bis zum Samstag ist die nicht freigeschalten. Die Menschen draußen sollten sich bis Samstag im Mumble registrieren, also mit ihrer Registrierungsnummer reinkommen, damit sie denn auch im Mumble sind. Die Anmeldung auf der Webseite, das reicht nicht mehr, nur dass es da keine Verwechslungen gibt. Ich habe es ja gerade eben gehört bei der Dame vor mir im Telefon. Nicht, dass da was verwechselt wird. Wollte ich nur mal so sagen. Danke, Ralle, für den Hinweis. Gerne doch. Dann wünsche ich noch eine schöne Sendung und man hört sich dann morgen, beziehungsweise spätestens übermorgen. Ne? Alles klar, Ralle. Schönen Abend noch. Ciao. So, jetzt ist im Moment abgerissen. Waren noch welche da, aber manchmal dauert es dann zu lang oder so. Ne? Kommen bestimmt wieder. Ja, ansonsten kriegt man einen Hörerarm, ne? Ja, auch noch, ja. Das sieht ja komisch aus. Ja, es wird, viele warten schon auf diesen Tag. Natürlich auch viele Kritiker, die müssen auch sein, die sollen auch sein. Und es ist ja auch schwer auszuhalten, wenn jetzt plötzlich noch normale Menschen miteinander versuchen, Politik zu machen. Ja, da kann der ein oder andere nicht verstehen. Schönen guten Abend, Freizeit. Ja, hallo, grüß Gott, hier ist Alexander. Guten Abend. Irgendeiner müsste mich mal jetzt von euch ein bisschen aufpäppeln, denn ich bin die Tage Bus gefahren, Auto war in der Werkstatt und das war für mich ein schockierendes Erlebnis, das muss ich schon sagen. Moment, also was das kann ich da an der verstehen. Bushaltestelle erlebt habe. Hallo? Entschuldigung, das kann ich nicht verstehen. Bei mir ist Busfahren immer schön. Ah, okay. Aber, Reggie, du bist, gell? Nein, die liebe Elfi. Ach, die Elfi, hallo Elfi. Ja, jedenfalls für mich war das ein Erlebnis. Ich dachte, ich bin in einem anderen Land. Also da waren vielleicht 30 bis 40 Menschen da. Und davon war vielleicht eine Handvoll von deutschen Menschen. Ich habe gedacht, habe ich geschlafen die ganze Zeit? Was ist denn passiert? Du kriegst ja eigentlich viel weniger mit, wenn du nur mit dem Auto unterwegs bist. Also wenn du mal so in die Stadt kommst, mittags rein und im Bus, da lernst du eine neue Welt kennen. Also, das hat sich komplett verändert. Ja. Also wenn man gerade jetzt diejenigen fragt, die jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die Auto fahren, die kriegen das nicht mit. Das hast du gerade schön erwähnt. Ja. Diejenigen, die jetzt wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben. Wenn man die jetzt mal fragen würde, was sie für ein Gefühl haben,
draußen zu sein, sich bewegen zu müssen, eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann würde man mit Sicherheit eine ganz andere Antwort bekommen als diejenigen, die entweder mit einem Moped unterwegs sind oder eben selbst Auto fahren. Weil diejenigen, die selbst Auto fahren, werden mit Sicherheit sagen, also ich kriege davon nichts mit. Aber diejenigen, die eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen, die haben eine ganz andere Einstellung zu der ganzen Sache. Ja, auch der halbe Bus, der war also, ich sag mal, halb voll mit Nichtdeutschen. Das kommt auf jeden Fall hin. Jetzt frage ich mich, haben wir noch eine Chance, irgendwie das Rad, das Schiff irgendwie noch einmal Backbord, Steuerbord, was auch immer, irgendwie rumzureißen? Also ich weiß ja nicht. Also mich hat's ja dann fast zerschlagen. Das war für mich also wie ein halber Tod schon, ja. Ja, Alexander, du sollst dich nicht entmutigen lassen. Es wird eine Erfahrung nein, gewesen. Nein, bin ich auch nicht. Das ist auch gut so, weil man hat dich auch schon anders kennengelernt, ne? Deswegen bin ich ein bisschen erstaunt, dass du jetzt gerade einen kleinen Tiefpunkt hast. Nein, natürlich, die Menschen draußen müssen natürlich mitbekommen, dass sich eine Veränderung ergeben wird. Natürlich sieht man momentan die Auswüchse, was die sogenannte Regierung uns ja eigentlich antut, mehr oder weniger. Aber wenn sie wirklich der Meinung sind, eine Veränderung muss stattfinden und die wird stattfinden, so oder so, wird das, was jetzt momentan uns mehr oder weniger aufgedrungen wird, wird sich nach und nach dann verabschieden. Auch so oder so. Ja. Ansonsten gehen wir wirklich unter. Also wir müssen da wirklich die Sache direkt anpacken. Das ist es ist unglaublich, was ich da erlebt habe. Na schön. Ja, es geht mir jetzt wieder ein bisschen besser. Das muss ich schon sagen. Auch mal ein bisschen Luft abgelassen. Und jetzt die Neuigkeiten, die zu lesen waren, zu hören waren. Ungarn investiert ja auch 50 Millionen in irgendwelche Schießbuden. Das muss ja einem auch ein bisschen zu denken geben, oder? Mhm. Ja, natürlich. Also die Regierung selbst in Ungarn versucht scheinbar, seine Menschen dahingehend zu bringen, sich selbst zu verteidigen. Ansonsten könnte man es nicht erklären, dass jetzt Schießstände mit Unterstützung der ungarischen Regierung gebaut werden, beziehungsweise ja fast gepachtet, weil es gibt ja sehr viele Schutzvereine und wie auch immer, und die werden jetzt auch noch modernisiert oder eben neu gebaut. Und da muss man sich dann schon fragen, was steckt da für ein Hintergrund? Aber die wissen ganz genau, die machen es nicht umsonst. Gut, wir passen auf, damit wir eine Zukunft haben, ja. So sieht's aus. Ja gut, das war mein Beitrag dazu. Danke, Alexander. Ich höre weiterhin zu, ja. Danke, Alexander, und dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Ja, im Moment ist ein weiterer da. Wann? Sag's einfach nicht, Uwe. Feierzeit, schönen guten Abend. Ja, hallo. Guten Abend. Hier ist Katinka aus Hamburg. Guten Abend, Katinka. Ja, ich wollte über meinen Bruder. Bitte mal im Hintergrund ausmachen, ansonsten störst du dich selbst. Ich hatte schon aus, aber es ist wieder angegangen. Ich wollte von meinem Bruder so einen Ahnennachweis haben, Sterbeurkunde von meinem Vater. Und dann hat er erstmal gefragt, wofür brauchst du das denn? Ich sage, ist doch egal. Dann hat er irgendwann noch mal wieder angerufen und gesagt, ja, du wolltest doch das und das. Wofür denn nun? Ich sage, als Ahnennachweis. Und da hat er mich glatt zu mir gesagt, du bist wohl ein Reichsbürger. Ah, so weit ist es schon. Was ist denn ein Reichsbürger? Ach, sagt er, tu nicht so. Du weißt genau, was das ist. Ich war so entsetzt, muss ich sagen. Ja, das war so vor 3 Tagen und den Nachweis hat er mir immer noch nicht geschickt. Also, aber dieser Bruder ist ein 180-prozentiger Pensionär, also sprich ehemaliger Beamter. Er glaubt das ja heute noch, dass er Beamter war, aber ich bin völlig fertig gewesen nach diesem Anruf.
Genau so eine Situation hatte ich mit meiner Mutter. Genau dasselbe 1:1. Und entspann dich einfach. Du kannst auch über andere Institutionen diese Sachen rausholen. Du brauchst ja deinen Bruder nicht dazu. Ich habe auch gesagt, ich könnte ja auch über irgendein Amt das. Ich dachte nur, das wäre einfacher, wenn du mir das schickst. Ja, also nee, das wollen die nicht. Ja. Also ich habe auch nicht gesagt, wofür ich das jetzt brauche. Ich sage nur zum Ahnennachweis. Aber da hat er dann auch nicht weiter gefragt. Ja, ich sage, ich will wissen, wo ich herkomme. Hm. Genau, und dann bist du Reichsbürger. Hatte ich mit meiner Mutter durch. Ganz genau dasselbe, 1:1. Ja, ist ja toll. Also wenn du jetzt immer noch Schwierigkeiten haben solltest, eben Unterlagen zu finden. Es gibt ja schließlich das Standesamt 1 in Berlin. Dort sind die Unterlagen vorhanden. Wenn es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger wird, gerade was jetzt in Richtung Ostgebiete geht, also was jetzt Polen angeht. Nee, die und sind so. Ganz normal in Köln geboren. Also. Ah, ganz normale in Köln. Ja, okay. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit, an die Unterlagen zu kommen. Ja. Das gibt auch eine lustige. Es gibt auch eine schöne Internetseite. Bitte? Es gibt eine Internetseite, Ancestry mit C geschrieben, da findest du auch viele Sachen. Ja, also ich habe auch einen Stammbaum, da ist mein Vater eingetragen. Mit Datum, Geburtsdatum und sowas, also das, da könnte ich eine Kopie von machen. Oder reicht das nicht? Es sollten denn schon Unterlagen sein, obwohl wir ja wissen, dass die Unterlagen nicht... eigentlich regelkonform sind, aber wenn man jetzt sich selbst so einen aufgemalten Baum irgendwie durch diese komische Ahnentafel, gibt es ja auch so eine Seite, wo da so ein Bäumchen drauf ist, wird dann schon schwierig. Also man sollte dann schon gewisse Unterlagen haben, aber die findet man ja schließlich. Ne? Man muss sich bloß informieren. Ja. Also, na gut. Ich war auf jeden Fall reichlich entsetzt, muss ich sagen. Aber gut, der sagt sowieso immer, du suchst dir nur diese besondere Internetseiten aus. Ich sage, natürlich suche ich mir Internetseiten aus, die mich interessieren und nicht die, was weiß ich, Kochrezepte haben oder so. Also versuch's auf den Standesämtern und auf den Landeskirchenämtern. Und in deiner Situation wahrscheinlich auf dem Standesamt in Köln. Herr Tinker? Dann habe ich noch eine Frage, und zwar mein Sohn hat einen anderen Namen als ich. Also ich bin eine Geborene, eine Geschiedene und habe meinen Namen wieder angenommen. Und mein Sohn ist auch angemeldet bei VV. Und reicht das dann, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich bin die Mutter und sein Opa ist eben mein Vater. Reicht diese Linie? Das können wir nicht so einfach. Wir hatten das schon mal vergangene Tage am Telefon. Wie gesagt, wir können jetzt natürlich auch in der laufenden Live-Sendung nicht einzelne Papiere besprechen. Ja, da müsste ich dich wirklich bitten, die Dinge einzuschicken, und da wird ja nach genau geguckt. Und wenn dann etwas fehlt, bekommst du auch eine vernünftige Antwort. Ja. Alles klar. Ja. Okay. Dann macht weiter so, und einen schönen Abend ist immer mit euch garantiert. Okay, okay. Dankeschön. Jo, ciao. So, das war Hamburg. Und im Moment ist das Telefon nicht mit einem Anruf belegt. Das könnte uns Gelegenheit geben, noch einmal eine Musik zu spielen. Ich will da ein bisschen Zeit schinden. Aber es scheint jetzt im Moment niemand mehr anzurufen. Dann tun wir das doch, oder? Ja, gerne. Ja. Wann nehmen wir den Schickes? Telefon. Gar nichts. Na, okay. Guten Abend, Freiheitszeit. Na, guten Abend. Hier ist die Frau Geisel aus Dresden. Hallöchen. Ich grüße Sie. Und zwar, ich bin heute das allererste Mal auf Ihre... gestoßen auf Ihre Sendung. Ja, bitte. Und da ich Interesse habe an dieser Vollversammlung, jetzt muss man ja sich anmelden oder beziehungsweise registrieren. Mhm. Wie macht man das? Ich bin ein bisschen, schwer von Begriff, sag mal. Okay. Also, können Sie mir da helfen?
Ja, also es gibt ja auf der VV-Seite einmal die normale Anmeldung. Das kann man auf jeden Fall schon mal erst machen. VV kommen, ne? Genau, die verfassunggebende-versammlung.com. Über die Nochmal normale. langsam, langsam, nochmal Verfassung. Ja, verfassunggebende-versammlung. Ja, muss ich das so eingeben? Ja, genau. Und dann am besten einspeichern und dann hat man das immer wieder. Verfassung geben, minus gebende. Ja, also Gebende nochmal Versammlung, ja? verfassunggebende-versammlung.com. Auf einem C-O-M. Augenblick, also schnell kann ich eine Versammlung. Versammlung.com. Gut, habe ich, habe ich. Genau, da Und kann man. da komme ich in die dort rein oder muss ich mich da separat nochmal anmelden? Ja, da ist also oben dann ein Reiter und da steht Anmeldung. Da kann man ein Formular ausfüllen, dann hat man schon mal die Anmeldung absolviert. Um in den Mumble zu kommen, also um in den Versammlungssaal zu kommen, Na? da muss man sich ein System runterladen. Das ist auch auf der Seite drauf. Da weiß ich aber jetzt nicht, ob das jetzt noch reicht bis dahin. Ansonsten kann man die Vollversammlung ja über die Seite hören. Das reicht ja, wenn man das hört. Man muss ja nicht sehen. Richtig, ja. Ne? Bis dann alles geklärt ist. Mit der Registrierung und so kann man ja dann auch anschließend in den Mumble kommen, also in diesen Versammlungssaal. Ach so, muss ich ja nicht unbedingt. Habt euch selbst erstmal. Das ist für mich das Wichtigste. Ja, wie gesagt, da ist jetzt auf der Seite der verfassunggebenden Versammlung ist jetzt ein großer Button. Das Logo der Versammlung und wenn man da drauf drückt, kommt man direkt auf die Vollversammlungsseite und kann dort zuhören dann. Ja? Ja, ich versuche mein Glück Okay, am Sonntag. wenn nichts klappen sollte, vielleicht vorher mal ausprobieren, Ja, dieser. morgen, morgen mich, will ich mich erstmal anmelden. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir Pech gehabt. Ja, aber ansonsten kurz anrufen in der Pressestelle. Dort wird geholfen, wo das ist auf der Seite. Alles gar kein Problem. Die Pressestelle ist die 0627785278. Nein, das ist hier im Studio von DDB Radio. Die Pressestelle steht ebenfalls auf der Webseite drauf, direkt rechts in der Spalte, die von oben nach unten geht. Web rechts. Ja. Steht Pressestelle drüber. Geht klar, prima. Ich Ja? bedanke mich. Noch? Gerne. Jo. Einen wunderschönen Abend noch, eine Ebenso. wunderschöne Sendung. Danke. Danke. Tschüss. Wiederhören. Oder so. Du bist dran. Ja. Freizeit, schönen guten Abend. Hallo? Sprechen wir jetzt nicht irgendwie. Kevin aus Hannover hier. Sprechen wir jetzt nicht irgendwie doppelt? Kevin, schönen guten Abend. Nein, ich höre nichts doppelt. Oh, gut. Ja, also ich hätte mal einen Vorgeschmack auf den Sonntag. Thema Staatsangehörigkeit. Da kann man Weiß ja ich. noch viel diskutieren. Ja, das Also ich habe wäre doch eigentlich ein Thema für den Sonntag, oder? Das könnte man noch den Fragen dann darstellen. Ansonsten würde man dem vielleicht ein bisschen vorgreifen, oder? Ja. Na Aber gut. wir können es ja mal probieren, oder, Uwe? Ja, schieß mal los. Ja, also ich dachte mir ja, mit der Staatsangehörigkeit hängt da vielleicht auch das Grundeinkommen zusammen, ne? Das. Ich hab mir ja so gedacht, also es ist schon richtig, dass wir das nicht einfach verschenken sollten, weil die Menschen ja auch ihre eigenen Versammlungen durchführen sollten. Aber ich habe mir auch gedacht, also viele, die ja auch hier in der Gesellschaft was tun für uns Deutsche, ich habe mir auch gedacht, die könnten sich das ja auch verdienen,
indem sie zum Beispiel, sagen wir mal, nach 40 Jahren könnte man ja sagen, der hat hier gelebt, der hat gearbeitet, hat nie was Schlimmes angestellt, dass man dem das schon anerkennen könnte, einfach in Freundschaft und in Verdienst mit dem deutschen Volk, dass er dann auch das bekommt. Und ich sag mal, für Menschen, die, sagen wir mal, in der Armee ihren Pfinn halten, dann könnte man das ja, sagen wir mal, nach 20 Jahren anbieten. Dann müsste man noch darüber diskutieren, wie lange und natürlich auch, wie die sich hier zu verhalten haben und ab wann sie ausgewiesen werden. Ja, das sind ja alles noch spannende Fragen, aber ich wollte mal so ein paar Anregungen geben, was ihr so denkt. Ja, das wär's dann eigentlich. Ja. Ich wünsche euch noch alles Gute, ne? Alles klar, Kevin. Ciao. Ja, ciao. So, ist jetzt im Moment keiner? Nein, nee. Da hinten. Ich wollte gerade ausholen, bevor du wiedergekommen bist und hat Musik angekündigt. Ah ja, ja. Können wir ja gerne tun, weil momentan ist es ziemlich gesprächslastig, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, 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 die Irritationen, klar, wenn jetzt ganz neue kommen, natürlich, die finden sich noch nicht zurecht mit dem ganzen Kram. Ne? Dauert ja auch eine gewisse Zeit. Es wird auch da eine Verbesserung geben, deutliche Verbesserung noch einmal und nach dem 17. Aber im Moment müssen wir halt versuchen, dass wir das mit dem vorhandenen, ja, Kontingent auch, ne? Darfst du nicht vergessen. Kontingent, genau. Das alte Tier, dass wir das alles hinkriegen. Ja, dann machen wir für eine kleine Entspannung etwas Musik. Uwe, ich denke mal, du hast schon was vorbereitet und sonst hättest du dich angeboten. Nee, habe ich nicht, aber ist auch kein weiteres großes Problem. Was wollt ihr denn so von der Richtung her? Was Flottes, bitte. Also nicht, was ich hier, bitte hör nicht auf zu träumen, schnarch, sowas nicht, nein? Nee, okay. Das war schon Macy sein Flottes vorhin zum Einschlafen. Was richtig Flottes ist. So Rock'n'Roll und Twist. Boah. Und sowas. Barry White und zum Einschlafen, also bitte. Ja, das war aber trotzdem, das war zu langsam. Also, nehmen wir was klassisch, was... Also, was Altes. Genau. Bis Mach gleich. Was Fetziges. Das hört sich fast so an, als ob wir jemanden in der Leitung haben, oder? Nö. Das war jetzt schlecht abgesprochen. Menno. Ja, stimmt. Ja, naja. Okay, aber wir haben ja noch mehr davon. Also, von daher wird sich da kein Engpass einstellen. Ganz bestimmt nicht. Haben wir denn noch Schickes? Da können ja auch mal so eine Kombination aus Nachrichten, ne, können wir nicht. Moment. Mach doch mal ein bisschen was richtig Fetziges. Rock'n'Roll, Twist oder irgendwas? Nee, was Fetziges ist jetzt gerade Telefon. Oh. Ich hab Shetam da. Nein! Oh. Freiheitszeit, schönen guten Abend. Ja, hallo, hier ist Bettina. Ich muss was loswerden, was vielleicht viele betrifft. Und zwar ist mir heute was richtig Gutes bewusst geworden. Ich habe nämlich gemerkt, warum will ich eigentlich immer alle Leute unbedingt überzeugen, dass sie in die VV kommen. Und da ist mir halt klar geworden, dass es eigentlich meine eigene Angst ist, weil ich Angst vor der Zukunft habe. Und diese Angst hat mich schon gelähmt, mein Leben überhaupt jetzt auch noch zu genießen, was ich genießen könnte. Und heute Morgen habe ich so gedacht, ich fokussiere mich jetzt auf meine Wünsche und auf ein tolles Ergebnis. Und also ich habe das heute schon den ganzen Tag im Kopf gehabt. Und dann habe ich so gedacht, was einer bewirkt, hat auch immer schon eine Auswirkung auf alle. Und wir sind ja schon viele. Und zur Krönung kam ich vorhin nach Hause und habe mir das Video angehört. Ich weiß nicht, ob das von Anyasi ist, was die Yvonne spricht. Ist das von Anyasi? Nein, das ist nicht. Nein, es ist von uns erstellt, beziehungsweise Yvonne war die Sprecherin und sie hat es auch nur einfach ja nachgesprochen, weil es vorher eine Computerstimme war. Aber das, was Yvonne daraus gemacht hat, ist schon mal ein Kunstwerk für sich. Ganz toll.
ganz, ganz toll. Und das hat mich heute, also ich bin eigentlich echt irgendwie ja berührt, weil ich habe das mir angehört und habe so gedacht, boah, das ist genau die Eingebung, die ich heute Morgen eigentlich auch hatte. Weil mit der Angst, genau das ist das, glaube ich, auch, geben wir denen voll die Energie. Und ich versuche jetzt gar nicht mehr, Leute zu überzeugen, sondern ich höre, wenn die auf mich zukommen und meckern, dann sage ich immer nur, ich habe die Lösung. Und dann werden die neugierig, dann kommen, du hast die Lösung? Erzähl. Bravo. Ja, und, du hast es, ich das halt. Du hast es verstanden jetzt. Deswegen kannst du dich erinnern, dass ich seit 2 Jahren sage, wir machen das, was wir tun können. Genau so. Und es fängt bei jedem Einzelnen an. Mir ist heute Morgen, also es war heute habe ich, glaube ich, die Erleuchtung bekommen, aber heute Morgen war wieder, boah, Finanzamt und oh, und ich schon wieder Angst und überhaupt. Und dann auf einmal bin ich echt aufgestanden und habe gedacht, hallo, ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Warum lasse ich mich so entmachten von denen? Und da ist mir so bewusst geworden, dass es immer nur die Angst ist. Und dann habe ich gedacht, nee, ich treffe meine Zukunft heute. Und ich habe meinen Tag genossen, habe das gemacht, was mir wieder Freude macht. Und das fand ich auch so toll in dem Video, weil das hat die Yvonne ja da auch so gesagt. Ne? Es ist die Freude halt. Die haben wir ja alle mittlerweile fast schon verloren, weil die Angst uns beherrscht. Und wollte ich jetzt einfach nur mal sagen, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass jeder von sich einfach selber, ja, wir haben alle die Macht. Genau das glaube ich. Und deshalb, denke ich irgendwie so, dass man sich auf jeden Fall dieses Video auch nochmal anhören sollte. Das finde ich ganz, ganz toll und wirklich Riesenkompliment an Yvonne. Die spricht so toll. Ja, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Ja, danke dafür. Und Yvonne wird mit Sicherheit jetzt ein bisschen Tränchen in den Augen haben. Aber wir können gleich nochmal über das Video reden. Kein Problem. Aber danke erstmal für deinen Anruf. Ja, das ist gerne. Tschüss. Das habe ich jetzt aufgenommen. Schönen guten Abend, Freiheitszeit. Ja, hallo, hier ist nochmal der alte Mann. Zu meiner Vorrednerin wollte ich gerne nochmal sagen, dass sie sich gerne auf die Schulter klopft und sich bei sich selbst bedanken soll, wenn die Angst kommt, weil die gehört zu ihr und das ist ein ganz normaler Reflex und sie muss es auswechseln mit den neuen Guten, das sie eben auch erwähnt hat. Alles gut, kriegt sie geregelt, denke ich mir. Ja, zweites hätte ich gerne einen Musikwunsch. Ihr sprecht immer von Rock'n'Roll, dann macht doch mal ein bisschen was von Buddy Holly. Und dann hätte ich zum bedingungslosen Grundeinkommen noch etwas zu sagen. Ich bin der Meinung, es sollte für alle sein, einfach bedingungslos, steckt schon im Wort drin. Und alles andere kann man extra vergüten oder ehren, Dienst an der Waffe oder auch gerade die sozialen Berufe zum Beispiel, die ja hier auch in unserem Land sehr, sehr kurz kommen, sollten in der Beziehung doch noch wesentlich höher vergütet und geehrt und auch unterstützt werden, wie auch immer das dann aussehen darf. Das war mir noch wichtig zu sagen. Danke erstmal für den Hinweis und an den alten Mann schönen Gruß. Und ja, danke. Ich danke dir, alter Mann. Ja, danke dir auch. Tschüss. Ciao. Jetzt nochmal kurz darauf einzugehen, was die Anruferin meinte. Es handelt sich um das Video Botschaft an die Menschheit. Die Wächter von einem Speer, vorgetragen von Yvonne. Einfach mal bei YouTube schauen. Am besten man geht auf den Kanal Menschen der verfassungsgebenden Versammlung. Dort findet man dieses Video auch. Und natürlich bei Anjassi, der sich sehr lobend über dieses Video geäußert hat. Freie Zeit, schönen guten Abend. Bitte, hallo. Schönen guten Abend. Genau. Und zwar folgendes, hätte ich eine Frage. Wir haben ja so einen schönen Flyer für die Bundestagswahl praktisch, dass halt die Wahlen rechten sind. Sind illegal, ja. Dürfen wir diesen Flyer aufhängen? Also praktisch aufhängen wo? Aufhängen oder verteilen? Also praktisch jetzt bei CSU, FDP, die hängen da überall an die Straßenlaternen praktisch. Und wenn wir den ein bisschen groß machen und können wir den genauso hinhängen? Nein. Also diesen Flyer. Es ist Sachbeschädigung. Nein, ich würde praktisch nichts überkleben in einem freien Raum. Oder ich mache selber irgendwie so Holzschild und stelle es auf den Boden oder so. Also nicht beschädigen oder so. Ne?
Ja. Ich wollte nur wissen, ob rechtlich okay ist. Nee. Also, wie gesagt, es sind Dinge, die zu übergeben sind im Grunde. Wenn sie angenommen werden, ist das alles in Ordnung. Sobald ich sie an massenhaft irgendwo hintacker, laufe ich Gefahr, dass derjenige, dem dieses Ding da gehört, wo es steht oder hängt oder klebt, das als Sachbeschädigung geltend machen kann. Und wenn ich jetzt eine Holztafel mache und stelle sie am Straßenrand, so wie andere auch, also halt nicht jetzt irgendwie mit irgendwas verbunden. Wenn es mobil ist und jederzeit wegnehmbar, dann denke ich mal, wäre es kein Problem. Das ist richtig. Ja, wir möchten da keinen Ärger machen. Also wirklich sehr dezent irgendwo hängen. Nichts irgendwie was anderes irgendwie behindern oder stören. Sondern dass man es halt genauso lesen kann, wie halt die vielen Plakate, die so auf der Straße halt oder überall zu sehen sind. Nee, du kannst es nie irgendwo hinhängen, weil du musst es ja irgendwo dranhängen. Und dort, wo du es dranhängst, machst du eine Sachbeschädigung. Nee, ich hänge es nicht dran. Ich mache eine Holztafel, die stecke ich in den Boden oder so einen Dreifüßler und stelle es an den Rand, an den Straßenrand. Dann hast du den Boden beschädigt. Okay, also ihr meint also besser nichts machen. Das Einfachste ist persönlich übergeben. Den Menschen in die Hand drücken oder mit dem Typen da am Tisch da reden und das da hinlegen und sagen, hier, guck mal. Und wenn der sagt, ja, ich gucke, dann ist okay, aber irgendwo hin tun, es ist immer Sachbeschädigung. Du tust es irgendwo hin, okay. Wo das derjenige nicht haben will. Okay, wollte ich wissen, bevor ich da was mache. Gut. Alles klar. Ja, Dankeschön. Dann noch ein schönes Wochenende. Schönen Abend. Ciao. Freiheitszeit, schönen guten Abend. Ist jetzt auch der letzte Anruf, den wir annehmen? Ja, da ist es nochmal der Jürgen aus Messen. Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei der Yvonne. Ich habe das Video heute schon gesehen. Sehr informativ für alle. Sehenswert, muss ich sagen. Das lohnt sich. Da kann auch wirklich der Letzte noch aufgeklärt werden, wie wir uns die Zukunft vorstellen können und wie die Vergangenheit war. Das Zweite, was ich noch kurz sagen wollte, ich habe heute mal eine E-Mail an die Pressestelle geschrieben, auf eurer Internetseite, auf Gesetze, wo die neuen Bundesländer stehen, da steht doch freie Stadt Danzig. Das wäre dann der 27. Bundesstaat. Und da habe ich die Anfrage gestellt, ist das noch unklar jetzt mit dem Staat? Ist da noch nicht im rechtlichen Stand oder gibt es da noch große Fragezeichen? Könnt ihr da schon eine Antwort geben? Ja, mach ruhig, Uwe. Ja, kann ich jetzt nicht beantworten, muss ich nachgucken. Wo hast du das gesehen? Auf eurer Seite, weil das ist Gesetze. Ja. Wo die Gesetze stehen. Dann auf Paragraph 4. Die Bundesstaaten, die 26 Bundesstaaten, und dann sind die alle aufgezählt. Und als vorletzte oder drittletzte steht dann freie Handelsstadt Danzig mit drinne, so wie Hamburg und Bremen und so weiter. Das habe ich gezählt, da kommen ja 27 raus. Habe ich immer wieder gezählt, sag ich, bin ich. Ja, Danzig ist zwar freie Handelsstadt Danzig, aber gehört mit zu Ostpreußen. Ja, weil da immer Kommas dazwischen sind und da zählt man das ja immer einzeln. Ja. Und da bin ich immer auf 27, da habe ich dann nochmal eine Internetseite als Vergleich gesucht. Da steht die dann mit drin auf der anderen Seite über Google. Und da dachte ich, da muss ich mal Aufmerksamkeit machen. Und da habe ich aber an die Pressestelle geschrieben. Ich habe dir auch schon geantwortet. Du musst mal in dein Postfach gucken, da steht schon alles drin. Oh, wunderbar. Alles klar, da bedanke ich mich. Okay, bitteschön. Und schönen Abend noch. Ebenso. Ja, das war's. Ciao. Ciao. So, jetzt mache ich zu, ne? Ja,
Ansonsten steigt aus Soundpool wieder aufs Dach, weil die Freizeit kriegt es einfach nicht hin, obwohl sie schon 2 Stunden Zeit hat, sich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen. Aber ich möchte mich erstmal recht, recht herzlich an alle Menschen draußen bedanken, die wieder mal zahlreich, mehr als zahlreich zugehört haben und natürlich auch alle Anrufer, die sich hier an der Sendung beteiligt haben. Wir hatten, wie viel, sehr, sehr viel zu tun. Haben auch sehr viel darüber gesprochen. Ich möchte mich, um es jetzt kurz zu machen, auch an alle Menschen hier im Studio bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Uwe, für deine Erklärung ist ja wie immer ein Fest. Gleich folgt im Soundpool. Wir hören uns am nächsten Freitag natürlich zur gewohnten Zeit von 19 bis 21 Uhr wieder. Und alle bitte dran denken, am Sonntag ab 15 Uhr findet die Vollversammlung hier im neuen Raum, muss man schon fast sagen, statt, den man jetzt auf der neuen Seite, was die Vollversammlung angeht, mitverfolgen kann im Internet. Oder aber bis zum 16. kann man sich noch anmelden, um beim Mumble live in der Versammlung selbst mit dabei zu sein. Wir bedanken uns recht herzlich für das ganze Zuhören. Uwe, noch ein Schlusswort? Ja, wir erklären das, wie man da hinkommt, in den Informationssendungen immer von 11 bis 17 Uhr, morgen ja auch bis 20 Uhr, genau wie der Weg ist, um da hinzukommen. Ne? Genau, und ja, natürlich, die Nachrichtenblöcke werden natürlich von 11 Uhr an den ganzen Tag verteilt stattfinden. Wir bedanken uns, wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, gehabt euch wohl, macht nichts kaputt und wir hören uns nächste Woche wieder. Also bis dann, ciao, tschüss. 4, 3, 2, 1, 0.